Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder nach langer Zeit, wo wir nicht spielen konnten, die Phileas und Saga. Hier. Oh, hört man das im Hintergrund? Hier geht gerade Terror ab bei mir im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Gut, ja. Ich spiele heute wieder nicht alleine, sondern wir sind heute wieder in der Lustrage-Runde zusammen. Wir haben zum Beispiel Feramin dabei, die spielt Shaya. Oho. Und wir haben den Rerion als Borealas. Wir alle müssen das Leben meistern und die einzig lohnenswerte Art ist, es zu lieben. Und die Feder spielt um Volker. Ahoi, ihr Landratten. Und last but not least haben wir den Pölle dabei, der ist der, wie immer der Jalte Kohlbeinsohn. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Jetzt ja, ahoi da draußen. So. Jetzt hat Feder dir den Spruch weggenommen. Alte Männer, die Sprüche klauen. Ja, der Mischka kann heute leider nicht dabei sein, aus etlichen Gründen. Aber ich hoffe, wir sind heute trotzdem ganz gut dabei. Wir sind heute alle ein bisschen durch, aus unterschiedlichen Gründen. Krankheit und Vorbereitung auf Nachtschichten und viel gearbeitet und sonst irgendwie was. Also seht uns das ein bisschen nach, wenn wir ein bisschen müde daherkommen. Aber wir versuchen das trotzdem, weil wir wollen ja heute mit den Inseln im Nebel weiterspielen. Und falls ihr das allererste Mal hier seid, wir spielen DSA 5 in groben Koali-Regeln. Das heißt, wenn ihr hier seid, um Regelwerke abzugreifen und zu gucken, wie man was richtig spielt nach den Regeln, dann seid ihr hier falsch. So, direkt mal die Hälfte der Zuschauer verloren. Okay, nein. Genau, und wir spielen dieses DSA. Wann ist das rausgekommen, Rerion? DSA 3, ne? Rerion, weißt du was immer? Ich weiß das irgendwie nie. Also wir spielen das, das ist aber die DSA 4 Überarbeitung.
Und ich kriege immer wieder die Anfrage, wie ich das denn mache mit den ganzen Werten und so. Ganz einfach, interessiert mich nicht. Bei mir haben die ganzen Viecher und Gegner und NPCs die Werte, die ich für richtig halte. Nicht die, die abgedruckt sind. Und manchmal greift man damit ganz schön ins Klo. Zum Beispiel, manchmal töte ich meine Mitspieler einfach so, weil ich gedacht habe, der Gegner ist viel zu einfach. Oder genau andersrum. Aber das kann halt immer mal passieren. Marus sind gefährlich. Ja, aber das sollten sie auch sein. Genau, das ist richtig. Genau. Besonders die, denen ihr zuletzt begegnet seid. Ja, falls ihr noch nicht, ist ja schon eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal spielen konnten, falls ihr da nicht mehr auf dem Laufenden richtig seid, wir sind auf den Inseln im Nebel, also in einer magischen Globude der Elfen, denen sich die elfische Geschichte als wahrhafter Traum manifestiert. Und die HeldInnen suchen dort nach dem Gefährten des elfischen Königs, der verloren gegangen ist oder verschwunden ist, und haben in der Erinnerung von dem Fall von Tishiana Glück gehabt, denn sie haben tatsächlich den Guten gefunden, nämlich ein elfischer Begleiter, den sie auf den Inseln aufgelesen haben, Felantir vom Blutrochen-Clan, der scheint ein wiedergeborener Elf zu sein, nämlich Adarnath, der einer der engsten Vertrauten des Königs Fenvarien, der gesucht werden soll. Und auch Borealas trägt anscheinend die Überreste und Erinnerungen eines verstorbenen Elfen in sich. Und das Problem ist allerdings, Felantir kann sich an sein früheres Leben nicht erinnern. Aber ihr braucht die Erinnerungen von Adarnath, weil der Einzige ist, der weiß, wohin die Horden des namenlosen Fenvarien verschleppt haben, als Tishiana gefallen ist. Denn das habt ihr beim letzten Mal miterleben müssen, wie die namenlosen Horden die elfische Stadt eingenommen haben und den König und Adarnath bedrängt haben. Ihr konntet entkommen, dem ganzen Grauen, auf dem Rücken von Hypo greifen. Und da sind wir beim letzten Mal ausgestiegen, als ihr in die Lüfte gestiegen seid, mit einer Horde Hypogreifen, die euch aus der Stadt getragen haben. Hoch in die Wolken, weit weg von dem ganzen Tod und Verderben und dem namenlosen Schrecken, der die Hochelfen heimgesucht hat. Und wir steigen heute an der Stelle wieder ein, wo die Hypogreifen landen, in einem gebirgigen Gelände, gen Abend, die Sonne versinkt schon hinterm Horizont, ihr seid ausgelaugt vom Kampf und von der vom anstrengenden Flug, denn sich festzuhalten auf dem Hypogreifenrücken ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist, und Shaya war ja auch noch bewusstlos. Und die Tiere lassen euch absteigen, also sind erstmal von selbst geflogen und gelandet, lassen euch absteigen und beginnen zu grasen auf einer großen Wiese, auf der ihr gelandet seid. Zumindest sieht es so aus, als würde sie Gras fressen. Es fühlt sich an wie Pferde, obwohl sie ja eine Mischung aus Pferd und geflügeltes Pferd und Adlerkopf. Ja, sobald Ums Füße den Boden berühren, brüllt er einmal durchzählen und begibt sich dann an den Headcount, um sicherzustellen, dass wir niemanden vergessen haben. Das wäre nämlich echt schlimm. Ja, ihr schaut euch um, so viele wart ihr ja nicht. Also ihr seid noch alle da. Also Phileason ist da,
Borealas, Shaya, Nasir, Om, Yalte und Felantir. Und Shaya. Hatte ich Shaya vergessen? Ich meinte hier. Shaya ist dabei. Nächste Ansage ist dann Verletzungen überprüfen. Gucken, wen es wie schwer getroffen hat. Om ist ja relativ gut weggekommen, wenn ich mir meine Punkte hier so ansehe. Ja, in Anbetracht dessen, was passiert ist, seid ihr alle relativ gut davon gekommen. Das Einzige ist, dass Shaya durch ihre die bloße Anstrengung da, die sie durch die sie euch ja gerettet hat, mehr oder weniger, die Bewusstlosigkeit auf sich gezogen hat. Ich glaube, dann würde Borealas mal Shaya so ein provisorisches Lager errichten, also so mit so einem improvisierten Kopfkissen, was so ein Teil seines Rucksacks ist, so mit so ein bisschen bunten Stoff drum gewickelt. Vielleicht wirkt ja dieses fast normale ein bisschen beruhigend oder ein bisschen entspannt, weil es von hinten könnte man ja meinen, es wäre ein Pferd. So. Ja. Ihr seid auch auf dieser Wiese im Gebirge gelandet, auf einem ziemlich hohen Plateau. Wenn ihr herunterblickt, seht ihr tatsächlich, dass ihr oberhalb der Wolken seid, die relativ löchrig noch zu sein scheinen. Und man kann das Meer in der Ferne sehen und die Küste. Manchmal ist es schon wirklich traurig, wenn man bedenkt, dass man dein Schicksal nicht abwenden kann. Gleich, wenn man es doch möchte. Alter, wir wussten, was da passiert. Was sagen, wir haben es doch gesehen. Macht es nicht weniger traurig. Es war eine Erinnerung, mein Felantir. Und Erinnerungen sind mal das eine, mal das andere. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was überhaupt noch real ist und was nicht, nachdem ich mich selbst gesehen habe. Ich kenne das Gefühl. Ich würde viel eher interessieren, ob das überhaupt eine Rolle spielt hier. Ob was eine Rolle spielt, mein Filiasser? Was noch real ist. Ganz ehrlich, seitdem wir diesen Ort betreten haben, ist doch alles irgendwie surreal. Das ist jetzt unsere Realität, bis wir hier wieder rauskommen. Aber solange ist das hier real, Erinnerung oder nicht. Ich meine, diese Erinnerung hätte uns umbringen können. Was willst du denn noch realer machen an so einem Ding? Das wohl. Ich glaube, eine Sache wird so oder so bleiben. Zumindest für mich werden Träume nicht mehr dieselben sein, wenn ich weiß, dass sie irgendwo lebendig sein können. Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Träume so lebendig sind. Wer weiß? Filiasson schaut dich ernst an, nickt dann nur. Das ist vielleicht auch, ich meine, Yalte, du hast hier, wo die Träume manifestieren, von der Elfengöttin geträumt, oder? Ein Traum im Traum im Traum? Irgendwie ist mir das zu viel.
Muriel betrachtet mal halt so das Schwert, so was er halt bekommen hat, das Elfenschwert. Traum oder nicht? Aber es wirkt. Es scheint auch so einen ganz merkwürdigen Glanz von sich zu geben. So ein bisschen, wenn du es im Rest des Tageslichtes um hin und her schwenkst, sieht es ein bisschen so aus, als ob es von der einen Seite wirklich das Licht zu absorbieren scheint und auf der anderen Seite dafür umso unrealer, heller ist, als es eigentlich sein dürfte. Ist irgendwas gegen den Lager einzuwenden, Hetman? Nein, ich glaube, wir sollten wirklich ausruhen. Ich habe das Gefühl, dass wir das gebrauchen könnten. Ja. Gut. Wie geht es, Shaya? Schläft. Sie schläft jetzt schon eine Weile, den ganzen Flug über. Wir sind gar nicht... Vielleicht sollten wir sie aufwecken. Was meint ihr? Dann nehmen wir was, irgendwie einen Wasserschlauch oder sowas. Keine Ahnung. Soll man Leute wecken, nachdem die irgendein göttliches Wunder gewirkt haben und jetzt K.O. sind? Hey, Nasir! Sie zieht eine Augenbraue hoch, schaut dich skeptisch an. Soll man sie wecken oder nicht? Ich bin mir unschlüssig. Ach, Junge. Für jemanden, der so viel redet, hast du erstaunlich wenig Entscheidungsgewalt. Tut mir leid, aber ich versuche noch, das alles für mich selbst zu ordnen. Macht ihr, was ihr wollt. Er geht rüber zu den Hypogreifen und tätschelt die so und fängt an, die so zu so streicheln. Ja, dann stratzt Boreal erstmal zu Shaya rüber, beugt sich so von oben so komplett drüber, guckt einmal so runter. Macht zwei Schritte weg. So, direkt neben dem Ohr. Und ansonsten pop, 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 pop. Mhm. Guten Morgen, Sonnenschein. Was ist los? Shaya, das Gesicht von Borealas blickt, kommt es dir so vor, als wäre die Welt in Watte getaucht? So dumpf die Sinneseindrücke. Ein bisschen hast du Schwierigkeiten, ihn zu fokussieren und gleichzeitig macht sich in deinem ganzen Körper ein Hochgefühl breit, dass du sonst nur in viel, viel abgeschwächter Form in einer durchzechten Nacht erlebt hättest. Das hier ist aber wesentlich positiver, glücklicher, fröhlicher und fühlt sich nicht taub oder so an, sondern eher alles in dir ist auf 180, bist du sofort irgendwie da. Aber trotzdem ist alles irgendwie weit weg. Und du fühlst die Präsenz deiner Göttin so nah wie vielleicht noch nie vorher. Hey, was ist los? Du siehst irgendwie komisch aus. Das höre ich häufiger. Ja, nicht so komisch. Nee, irgendwie, weiß nicht. Lass doch mal stehen, Mensch. Ehrlich gesagt, bewege ich mich nicht. Ich würde sagen, guck mal geradeaus auf den Hippogreifen hintern. Ich versuche den anzupeilen. Welchen von den drei meinst du?
Oder kann ich alle, ich meine, die stehen ziemlich dicht beieinander. Was soll denn das hier eigentlich? Die haben uns hier abgesetzt und wir machen gerade eine Rast. Und wo sind wir hier? Im Nirgendwo. Sag mal, hast du wieder irgendwas genommen? Wir waren doch gerade eben noch in Tishiana. Ja, genau, da war doch der Kampf. Mein Gott, was ist passiert? Wo sind wir jetzt hier? Du hast uns den Arsch gerettet! Hä? Ey, du weißt, dass ich nicht kämpfe und so. Wenn, dann wart ihr das. Also ich kenne mich ja mit sowas nicht aus. Schaut mal kurz zu Nasir rüber. Aber ich glaube, du warst sozusagen die Streitaxt deiner Göttin. Oder der Schild deiner Göttin. Das trifft es vermutlich eher. Oder? Das kann man so sagen, oder? Naja, aber eher ein ganzer Schildwall, ne? So ein Frau-Schildwall. Tiefsten Respekt, nickt Nasir Shaya zu. Habe ich irgendwas auf den Kopf bekommen? Irgendwie ist es hier komisch. Aber ne Rast ist vielleicht ganz gut. Irgendwie was zu essen wäre gut. Habt ihr denn schon was vorbereitet? Wie lange sind wir eigentlich schon hier? Habt ihr schon was vorbereitet? Nee, natürlich habt wir sind natürlich ein paar Augenblicke im Hintergrund hier. Holzstöcke sammeln. Holzstöcke-Sammelgeräusch. Ja, genau. Der Berg wird größer, so auf einem Arm. Klöck, 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 klöck. Ja, steht nicht so hier und gafft mich an, helft um. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Jungs, euch muss man immer extra noch mal in den Hintern treten, bevor ihr mal in die Puschen kommt. Ja, beim Schildwall immer ganz vorne dran. Aber wenn es um sowas geht, dann, oh, ich muss meine Axt schleifen, oh, ich muss mein Schild polieren. Los, sputet euch. Jo. Oh, hör mal auf zu schauspielern und arbeite schneller. Oh, mein Rücken. Ich bin so alt, Jalte. Gibt da wieder eine für Jalte auf den Hinterkopf? Los. Meine Mutter ist alt. Ey, beleidige nicht meine Mutter, ja? Die ist genauso fit wie deine Großmutter. Ja, aber ich ist trotzdem alt. Ich werfe einen Stock nach Jalte. Soll ich das deiner Großmutter erzählen, wenn wir dann nach Hause kommen, dass du sie alt genannt hast? Ja, könnt ihr machen. Die hält das aus. Ich habe lange nicht mehr gesehen, wie sie dir den Hintern versohlt. Ich glaube, das wäre mal wieder lustig anzuschauen. Oh, wir müssen Fiana unbedingt mitnehmen. Die muss es auch sehen. Doch, ich finde, nach allem, was Fiana auch mit euch mitmachen musste, hat sie es redlich verdient, mal zu sehen, wie ihr euch benehmt, wenn eure Mütter und Großmütter am Start seid. Und Borealis wollten wir eh mal die Langhäuser zeigen und wie wir so leben. Ja, wisst ihr was? Erstmal raus hier. Da fällt mir ein, wenn wir hier in einem Traum sind. Und stellt sich mal vor, wie sich auf der Ebene ein Langhaus zusammenbaut. Nämlich das, was er aus Tor weiß. Manu! Warum nicht? Stehst du gerade wirklich eine Weile so da und guckst angestrengt? Nee, der hat ja in der einen Hand die Stöcke, aber du siehst ihn wirklich so einem, also. Dann würde ich mal zu umgehen. Hast du irgendwelche Probleme? Also, dass mein Rücken langsam wirklich wehtut und meine Augen immer schlechter werden? Nee. Aber ich dachte, vielleicht baut sich hier ein Langhaus zusammen, wenn ich mir das vorstelle. Du hast gerade so geguckt, als hättest du irgendwelche Probleme mit der Verdauung. Ich meine, sag doch was. Nein, nein, ich habe gerade versucht, ein Langhaus zu bauen. Das ist doch ein Traum. Mach mal mit, vielleicht funktioniert das nur, wenn das zwei machen. Oh, das funktioniert nicht. Weil wenn das funktionieren würde, wären wir schon lange wieder zu Hause. Was meinst du, an was ich die ganze Zeit denke? Ja, aber ich meine, wir haben... Du warst noch sehr klein, als das Langhaus gebaut wurde. Ja, nachdem das letzte abgefackelt ist, haben wir das neue Jahr gebaut. Da warst du gerade so ein Stippchen.
Aber du weißt doch noch bestimmt, wie wir das gemacht haben. Stell dir das mal vor, so Schritt für Schritt, wenn wir das beide machen, vielleicht haben wir dann was zum Schlafen. Das wäre doch mal schön, wieder ein Dach über dem Kopf. Gutes Mobiliar. Ambiente. Ambiente ist ein horasisches Wort. Ich hau doch nicht rein. Nach ihm. Ich will ihn treffen. Die Alte wird von einem kleinen Stock getroffen. Wohlverdient. Naja, während Ohm sich mit Tagträumereien beschäftigt, im wahrsten Sinne des Wortes, sammle ich dann auch noch weiter Holz und zeig ihm, dass mein Rücken besser ist als seiner. Ja, dann habt ihr irgendwann eine ziemliche Menge Stöckchen zusammengerollt. Einer der Hypogreifen trabt die ganze Zeit neben Jalte her. Er dann die Stöckchen zusammen sammelt. Stupst den immer wieder so von der Seite an. Kann ich dir helfen? Schaut dem Stöckchen hinterher. Wenn du es schmeißt, läuft er hinterher. Interessant. Muss ich Fiana erzählen. Ja, Alter, dein Haustier. Dann passiert aber etwas Eigenartiges, dass du dein Stöckchen irgendwie ein bisschen wegwirfst, irgendwie zwischen zwei Bäume, und der Hypogreif hinterherläuft. Verschwindet der einfach, löst sich in Luft auf. Leute, ich glaube, ich habe einen unserer Gefährte kaputt gemacht. Was hast du gemacht? Ja, also der wollte, dass ich ein Stöckchen schmeiße. Und habe ich dann halt gemacht. Jetzt aber weg. Schade. Ein Haustier wäre vielleicht mal was für dich gewesen. So, Verantwortung für jemand übernehmen, noch so. Auf dem Weg deiner Entwicklung. Ich glaube, der ist mit mir und Radolf mehr als genug ausgelastet. Ja, ihr seid wirklich echt anstrengende Haustiere, ihr zwei. Ich muss aber sagen, Elfenretter mit Hippogreif. Nasir grinst, meint so, ich habe Heilte immer für einen Katzenmenschen gehalten. Testen wir das doch mal. Da hat Schneeflöckchen eine andere Meinung dazu. Werfen wir doch mal einen Stock und gucken, ob der auch verschwindet. Also dahin, wo der Hippogreif verschwunden ist. Nein, Stock fällt genau wie Jaltes Stock auch einfach auf den Boden. Entweder geht das nur für Hippogreif oder vielleicht sollten wir versuchen, diese Grenze so nicht, also nicht laufend zu überschreiten. Wer weiß, wo wir dann landen. Um. Was meinst du, wie lange dauert es, bis Borealas an dieser Grenze steht und diesen hier macht und das ausprobiert? Ich sage, spätestens nach dem Essen. Sagt sie, während er dahin läuft. Ja, korrekt. Ich habe es gerade geworfen. Ja. So diese... Philant hier schaut Borealis hinterher. Schaut dann zu Ohm. Nach allem, was du mir von ihm erzählt hast, jetzt glaube ich dir. Ohm. Wirf die erste Fuhrstöcke ab. Lass uns mal ein Feuer machen.
keiner von euch die Absicht, ihn aufzuhalten? Ich gehe schon. Er kommt schon wieder. Ganz ehrlich, der ist erwachsen. Der hat sich gerade selber umgebracht. Lass den Jungen doch. Der ist erwachsen. Sag mal, du hast uns doch auf der ganzen Fahrt begleitet. Ja, wenn er es immer noch nicht gelernt hat, ehrlich, mittlerweile selbst schuld. Wir können nicht jedes Mal dein oder mein Leben riskieren, um ihn da vorne wieder rauszuholen. Wir können ihn einfach aufhalten, bevor es riskant wird. Was hältst du davon, wenn wir es schon sehen? Wir haben noch einen Stock nach Borealas. Nasir meint dein, mein, das sind doch nur bürgerliche Kategorien. Wie gesagt, ich versuche Borealas zu treffen, irgendwo am Hinterkopf. Stöckchen fliegt Borealas in den Hinterkopf. Volker ist gut darin, dem Stöckchen zu werfen. Komm, Borealas, ich hab Hunger. Wenn Shaya und Om jetzt die ganze Zeit diskutieren, wer da jetzt hingeht und dich davon abhält, gibt's hier nichts zu essen. Philipp erstreckt den Arm durch. Nichts passiert. Ich habe mich ja immer gefragt, wie du Frauen da kriegen. Ich habe jetzt eine Idee, wie das ist. Dreht sich dann um und kommt zurück mit so einer Mischung aus enttäuscht und erleichtert im Gesichtsausdruck. Scheinbar muss man dafür vier Beine haben. Oh, keine Sorge, wenn du deinen Arm verloren hättest, wärst du selber gegangen und hättest ihn geholt. Könntest du sowas zukünftig vielleicht bitte unterlassen? Weil sonst binde ich dich an Ralo fest. Auf den Rücken. Nein, ich binde sie einfach an der Hüfte zusammen. Dann kann keiner mehr einen Schritt ohne den anderen gehen. Was hat Ralo denn getan, dass der das verdient? Och, du weißt sehr gut, dass Raluf das durchaus ab kann. Ja, du hast ja recht. Das Schicksal spielt mit denen, die Schicksal spielen wollen. Phileasson ruft zu Shaya. Fordere ihn nicht heraus. Ich glaube, vielleicht gefällt ihm das sogar. Wenn er es noch einmal wagt, dann kann er Travias Zorn persönlich erleben. Das wohl. Ganz ehrlich, Jung. Jetzt. Oder sie hier raus. Hey, ernsthaft. Du hast gesehen, wozu die Frau fähig ist. Lass das. Mach, was sie sagt. Komm und setz dich jetzt hin und iss mit uns. Wie so plumps. Lass dich so auf den Hosenboden fallen. Ganz ehrlich, du kannst ja von mir aus mit dem Feuer spielen, wenn du wie du willst, aber nicht mit dem Herdfeuer, Junge. Nicht mit dem Herdfeuer. Und nicht mit Wahlen, meint Phileas. Ich habe gerade gecheckt, warum die Torwaller so auf Demokratie stehen. Wir können weiterspielen. Alles gut. Phileasson beugt sich zu Volker rüber. Er hängt zu viel mit Fianna ab. Ich? Er? Wir alle? Die Alte. So viele liebfeldische Begriffe hat er noch nie benutzt. Sei doch froh, der Junge wird dich wahrscheinlich irgendwann ablösen. Du solltest ihm langsam mal ein paar Lehrstunden im Anführersein geben. Wir sind nicht mehr mich ablösen?
schönes Standbild von Feder gerade. Vielleicht irgendwann. Hallo. Vielleicht irgendwann mal. Du roboterst leider gerade sehr. Jetzt nochmal. Ich sag nur, fang lieber früher an als später. Wenn du irgendwann mal durch irgendeinen unglücklichen Fall fällst, was meinst du, wer dann dein Schild aufnimmt? Bestimmt nicht Borealas. Und schau mich gar nicht erst an. Du hast deinen eigenen ich Schild. Bin zu alt. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich meine ja nur. Ich habe nicht vor, so schnell irgendwo hinzufallen. Ach, Hedman, du hattest auch mal mehr Weitsicht, ganz ehrlich. Hey, immerhin, wenn das alles vorbei ist, bin ich König der Meere. Dann kann ich noch nicht abdanken. Sagt ja auch keiner. Ich sag nur, du solltest an die nächste Generation denken, weil Boran, dann kommst du sowieso nicht. Vielleicht, ja. Aber ich denke, Jalte hat, bevor Jalte mich ablöst, hat er seine eigene Otter Jasko gegründet. Keine Ahnung. Oder er zieht ins liebliche Feld und wird Bauer. Jetzt wirst du gemein. Ja. Du kannst es nicht ertragen, dass ich dich alt genannt habe. Kommt vom Richtigen, ja. Aber ich stehe dazu, ja. Solange ich noch keine grauen Haare habe, bin ich nicht alt. Soll ich dem erzählen, was du mit der einen Rinde ab und zu machst? Kriegst ein böses Funkeln. Philantir schaut so runter in den zwischen den Wolken hindurch. Dort hinten ist die Bucht. Ich denke, wenn wir mit den Hypogreifen fliegen können, sind wir wenn wir morgen früh losfliegen, noch vormittags da. Was passiert jetzt eigentlich mit Tishiana? Geht's vorne los? Die Erinnerung wiederholt sich immer wieder. Willst du zurück und es nochmal durchleben? Nee. Ich frage mich nur, ob wir weit genug weg sind, bevor es sich wiederholt. Da wir die Küste jetzt sehen können, sind wir schon in... Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob genug, aber wir sind schon ein gutes Stück weit weg. Ich denke, zu Fuß würden wir jetzt einige Tage brauchen, bis wir wieder da sind. Wie geht's dir eigentlich, Philantir? Ich bin verwirrt, aber das scheint ihr auch zu sein, alle. Kanntest du die alte Frau? Nein. Ich kannte dort niemanden. Ich war noch nie in der Erinnerung.
Aber sie kannte dein Lied. Ja. Das ist ja das, was mich verwirrt. Und diese ganze mich-selber-sehen-Geschichte. Immerhin musste ich mich nicht selber töten, so wie Borealas. Wenn man das einmal gemacht hat, geht's relativ leicht von der Hand. Mir liegt ja die ganze Zeit eine Frage auf den Lippen, Borealas, aber ich habe echt Angst, dass du mich danach einfach umbringst. Deswegen stelle ich sie nicht. Hier wird keiner umgebracht, mein Phileason. Frag ruhig. Ah! Als Maraskaden hat man auf alles eine Antwort. Also. Naja, ganz ehrlich, du bist ja immer hier derjenige, der mit diesen komischen Sprüchen anfängt und deiner Zweideutigkeit und hast ihn nicht gesehen und du erzählst auch immer, dass jeder irgendwo seinen Bruder hat. Und dich gab es jetzt zweimal und du hast dein zweites Ich umgebracht. Was heißt das jetzt für dich? Bist du jetzt bruderlos oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach. Er sagt immer, es muss zwei Dinge geben und jetzt gibt es ihn halt nur einmal, weil er hat sich selbst umgebracht. Nasir toucht oben so an den, an den Arm so. Bruderlos ist ein ziemliches Schimpfwort da, wo Borealas herkommt. Ist ja nicht gesagt. Hab ich noch einen Schatten? Sieht so aus. Dann bin ich nicht bruderlos. Reicher. Der Gedanke, das ist eine Frage für die 64 Philosophen. In gewisser Weise habe ich nicht meinen Bruder getötet, denn mein Bruder würde im Jetzt sein. Ich habe ein schlechtes Vorleben bereinigt, allerdings damit schon auf irgendeine Art und Weise in den Wurf des Diskus eingegriffen. Denn eigentlich passiert sowas durch die Wiedergeburt, damit man die Fehler nicht wiederholt, die man im Vorleben gemacht hat. Wenn diese Seele jetzt aber in mir wiedergeboren worden ist, hat sich diese Seele, vermutlich weil sie elfisch ist, geweigert, sich dem Wurf des Diskus zu ergeben. Aber da ich sie jetzt aus dem Weltendiskus entfernt habe, schätze ich mal, es sei denn, er taucht auch wieder auf in Tishiana, habe ich damit den Flug des Weltendiskus korrigiert. Aber selbst wenn er wieder auftaucht, tauchen wir auch wieder auf, weil auf der Insel, wo wir die Elfe gefunden haben, wo wir gegen das Feuermonster gekämpft haben, wo wir den Elfen aus dem Verlies geholt haben, wo wir danach wieder auf dem Schiff gelandet sind, haben wir gesehen, wie unser Schiff auf See gekommen ist, die Elfe getroffen hat und losgezogen ist, das Feuermonster zu töten. Also selbst wenn er wieder auftaucht, bist du auch wieder da. Ein Kreislauf. Ich habe Kopfschmerzen, mein Philantier. Also ist das gut oder schlecht? Ein Kreislauf ist etwas Gutes. Ja, dann ist ja sicher. Denn das bezeichnet, dass es jetzt immer ein Gleichgewicht gibt. Ich brauche mein Bremer Feuer zurück. Ist mir ganz egal, wie du es begründest. Hauptsache, dir passiert jetzt nicht irgendwas, keine Ahnung. Nun, letztendlich fürchte ich, werde ich das nur entscheiden, wenn ich Bruder Boron begegne und Ruhe mir die 72 Fragen des Seins stellt. Wie lauten die eigentlich? Das erfährt man ja erst, wenn man Bruder Boron begegnet. Aber wenn du ein erfülltes Leben gefüllt hast, so zumindest sagen es die Priester, dann kannst du diese Fragen beantworten, weil sie ein Widerhall deines Lebens sind. Beantwortest du die Fragen falsch, dann ist ersichtlich für Ruhe, dass du aus deinem Leben nichts gelernt hast. Dann? Dann bist du dazu gezwungen, nochmal
dieselben Fehler zu machen, bis du es von selbst korrigierst, bis du selbst schlau genug bist und deine Wahrnehmung stark genug ist, um die Fehler nicht mehr zu machen. Beantwortest du die Fragen richtig, wirst du in den Kreislauf zurückgeschickt und wiedergeboren als ein Aspekt der Weisheit. Zum Beispiel ein Adler. Und warum? Weil Hur das so bestimmt hat. In seiner unermesslichen Weisheit. Also mir leuchtet das ein, dass wenn man wiedergeboren wird, dass das als Strafe, dass man was lernen soll. Aber was bringt es denn dir, die Fragen richtig zu beantworten, wenn es danach sowieso wieder weitergeht? Irgendwo. Weil dein Leben dann ein glückliches ist. Ohne Fehl, ohne Schmerz, ohne Leid. Aber Adler fühlen doch auch Schmerz und Leid. Aber nicht so wie Menschen. Das ist mir zu hoch. Ja, weißt du, woher? Adler betrügen sich nicht, das tun Menschen. Weißt du, bei uns, ja, wenn du ein erfülltes Leben hattest, kommst du an die Tafel der Ahnen und feierst für immer. Das ist was Gutes, nicht wiedergeboren werden als Adler. Allerdings muss ich zugeben, seit ich hier bin und einiges gesehen habe, bedeutet also auf Shaya und Nasir, fange ich an, mich zu fragen, ob alles, was die Priester uns erzählt haben, wirklich so der Wahrheit entspricht. Nun, mein Philantier, dass es Wiedergeburt anscheinend gibt, das haben wir jetzt ja nun gesehen. Ja. Aber nur weil du weißt, dass ein Steinchen ins Mosaik passt, ist dir noch lange nicht das Bild bekannt, was es ergeben soll. Nasir rümpft die Nase und meint, es scheint aber auch nicht auf alle zuzutreffen. Nur auf die, die das Mal tragen. Boreanaz hat so ein Mal und Philanthi hat so ein Mal. Was mich erst recht nachdenklich stimmt, warum man mir das hätte rausschneiden sollen. Vielleicht war jemand nicht damit einverstanden mit deiner Wiedergeburt. Dann hätte man es aber auch als solches Zeichen erkennen müssen. Vielleicht hat man das ja. Also frage ich dich, welcher Mensch kennt Sternenmalträger? Vielleicht kein Mensch. Jetzt alle, oder? Ja. Aber wie schafft es ein geheimer Kult auf Maraskan, das zu wissen? Wussten Sie es auch nicht? Irgendwer hat dich doch dorthin gebracht, oder? Haben Sie dich nicht irgendwie auf der Treppe des Tempels gefunden oder sowas in der Art? Ja, aber ich denke, als Säugling hatte ich vermutlich das Mal noch. Aber es ist schwer, das zu sagen. Ja, aber vielleicht hat derjenige, der dich dorthin gebracht hat, das Mal entfernt. Wieder mit der Frage, warum? Warum sollte man einem Säugling ein Stück Haut abschneiden? Nun, wenn dich vielleicht kein Mensch dorthin gebracht hat, sondern wenn das vielleicht irgendwer von den Elfen war, der um die Legenden und Geschichten wusste und auch um die Sternträger. Und dann bringt er mich nach Maraskan. Gibt es auf Maraskan Elfen? Nein. Der hatte bestimmt auch so eine krude Prophezeiung wie damit mir. Bist du möglichst weit weg davon, zufällig entdeckt zu werden, oder? Abgesehen von der Charyptik, ja. Ein interessanter Aspekt, ich muss darüber meditieren. Ich glaube, das finden wir jetzt hier nicht heraus. Ich
glaube auch wie Ohm, dass der vielleicht einfach irgendeine Prophezeiung falsch verstanden hat. So ist das eine Prophezeiung. Biegst du trotzdem falsch ab, weil du es nicht raffst. Was mich übrigens zu unserer Prophezeiung zurückbringt. Wo finden wir jetzt diese Weisen? Oder den Kessel? Gute Frage. Kessel haben wir doch schon gehört. Die Riesin hat einen Kessel. Der Kessel der Wiedergeburt, richtig? Mhm. Also Riesin wie... Das Gegenteil von mir? Das hätte ich zwar so jetzt nicht gesagt, aber... Ja, ziemlich. Dann ist ja nur die Frage, also mehrere Fragen. Erstens, wie kommen wir da hin? Zweitens, würde sie uns den Kessel überlassen? Und drittens, was ist, wenn sie es nicht tut? Dann können wir sie immer noch fragen, ob sie was dagegen hat, wenn wir mit zwei Typen wiederkommen und ein Ritual in ihrem Wohnzimmer durchführen. Wäre es da nicht einfacher, die beiden Weisen direkt mitzubringen? Bevor wir mit dem Kessel hier irgendwie kreuz und quer durch die Gegend und Gefahr laufen, dass er uns gestohlen wird oder verloren geht? Frage ist, wer die Weisen sind. Wenn die Propheten nicht zum Berg kommen, muss der Berg zu den Propheten. Wenn das irgendwas mit dem Kessel zu tun hat, meint Philantia, dann weiß die Riesin vielleicht mehr. Vielleicht ist sie sogar einer der Weisen. Weißt du denn etwas über diese Riesin, wie sie so... Naja, ob sie uns so eine Auskunft geben würde? Ich war noch nie dort. Aber, naja, sie gehört zu der Geschichte meines Volkes. Das tut der Namenlose auch. Das ja, ist jetzt nicht irgendwie ein Merkmal, was etwas darüber aussagt. Ja, aber die Geschichten um das Grauen sind das Grauen und die Geschichten um die Riesin nicht. Nachdem wir beschlossen haben, dass wir erst morgen weiterziehen, was hältst du davon, wenn du uns eine dieser Geschichten erzählst? Ja, vielleicht sollte ich das. Aber erst brauche ich was zu essen. Nur noch einen kleinen Moment. Dann bekommst du was. Wisst ihr... Das ist ziemlich beeindruckend, dass ihr aus dem Wenigen, was wir hier haben, immer irgendwas zusammen machen könnt. Ihr habt eure Götter, wir haben unsere. Okay. Also, manchmal kümmern die sich auch um die kleinen Belange. Na gut, also Diese Riesin, ihr Name ist Calven. Sie kommt aus einer anderen Welt. Sie wohnte auf einem Gebiet, wo man mit Tanz und Freude den Frauen die Macht gab. Kurz
vor einer Insel des Todes. Und sie war die Beschützerin eures Volkes, des Sumora. Wenn das euer Volk immer noch ist. Ihr stammt wahrscheinlich von ihnen ab, denke ich. Von daher ist sie freundlich, denke ich. Zumindest zu euch. Sie setzte sich ein für die Frauen. Dafür war sie bekannt. Und sie war eine mächtige Schamanin oder so etwas, haben die Sumora sie genannt. Sie konnte angeblich Dinge sehen, die irgendwann einmal passieren werden. Und sie warnten mein Volk, dass wir fehlen. Wenn wir die Götter weiter anbeten. Nun, die Riesin hatte ein mächtiges Gebiet zwischen diesem fruchtbaren Land und der Todesinsel. Und dort herrschte sie. Und ihre Untertanen waren bedrängt durch die Echsenwesen, wie ihr sie nennt. Die Schuppigen, die zu ihrer Zeit mächtig waren. Sie führten Kriege und sie schützte sie. Aber das gefiel dem Gott der Schuppigen nicht. Und so führte er selber Krieg gegen die Riesin. Mit all seiner Macht und dem Macht des Wassers zerstörte er ihren Thron. Und daraufhin griff er in das Weltgefüge ein, denn dieser Thron war wichtig. Und seinen Brüdern und Schwestern gefiel es nicht, was er tat. Und es kam zu einem noch viel blutigeren Krieg als der zwischen den Schuppigen und den Sumorern. Nur weil der Gott der Schuppigen, den auch wir verehrt hatten, weil er die Prophezeiung von ihr erfüllte und sich in all seinem Zorn gegen sie wandte. Sie hat uns gewarnt, sie hat gesagt, nicht alle eure Götter sind gut. Und wenn wir an den Göttern festkarren, wird die Zeit kommen, in der sie uns alle vernichten. Und so ist es gekommen, wir haben es ja miterlebt. Das ist die traurige Geschichte um die Riesin und ihren Kampf gegen die Götter. Zumindest gegen einen Gott. Hilft euch das weiter? Das klingt, als könnte da auf jeden Fall der nächste Kampf sein. Immerhin sollen wir irgendeinen Kessel vor schuppigen Feinden oder so oder alten Feinden beschützen eine Nacht lang.
Wenn das dieser Krieg ist mit den Echsen, dann ist das ein alter Feind, weil wir schon gegen Echsen gekämpft haben. Und wenn das der Kessel ist, den wir beschützen sollen. Das machte zumindest Sinn, ja. Warum kann man sowas nicht einfach mal in, keine Ahnung, einer entspannten Tropfsteingrotte finden? Weil dann die Arme dünn werden. Ja, aber wenn die Arme immer nur dicker werden, ja, also kannst du dir bald auch nicht mehr runterbücken und dein Schild aufheben. Dann hau ich irgendwen, dass er das tut. Also zumindest, wenn wir sie besuchen. Sie ist, wie ich gesagt habe, eine Schamanin, Seherin oder wie man das nennt bei euch. Vielleicht weiß sie wirklich, wo die Weisen sind. Und wie ich schon sagte, sie müsste euresgleichen eigentlich ziemlich gut gewogen sein. Sie ist die Schutzherrin der Rundohren. Damit auch eure. Wir fragen sie, ob sie uns etwas über die Weisen erzählen kann. Morgen dann. Ja. Vielleicht kann mir meine Gefährtin kann euch vielleicht noch mehr über sie erzählen, weil sie war schon einmal auf ihrer Insel und hatte mit ihr Kontakt. Ich hoffe, ihr geht es gut. Ich denke, so wenn ich jetzt nicht mehr in dem Gefängnis der Vislani sitze, hat sie sich hoffentlich befreien können. Aber ich würde davon abraten, einen Kessel zu stehlen oder so etwas. Wenn es wirklich der Kessel von Calven ist. Ich glaube, den Zorn einer Riesin auf sich zu ziehen, ist nicht sonderlich ratsam. Abgesehen davon haben wir gelernt, was passiert, wenn man den Elfen irgendwas stiehlt. Dann kommt irgendeine untote Elfe, verfolgt dich für 200 Jahre und danach hast du Krieg mit Wolfsmenschen. Machen wir auch nicht nochmal. Hä? Komm mal, Junge. Das ist wir wiederum eine so Geschichte, die du mir erzählen musst. Merkt dir, klaust du Elfen was? Hast du Krieg mit Wolfsmenschen? Willst du Krieg mit Wolfsmenschen? Nein, also klau Elfen nix. Und du wirst verfolgt von einer untoten Elfe. Aber eigentlich ganz nett war. Friede ihre Asche. Oder so ähnlich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lasst uns ausruhen und morgen aufbrechen. Eine Riesin sehen. Fehlt uns noch irgendwas auf der Liste? Wir hatten Riesenschlangen, wir hatten zwei zähnige Kopfschwänzler, wir hatten Wolfsmenschen, wir hatten untote Elfen, jetzt kriegen wir eine Riesenspinnen. Vergiss den Drachen nicht. Der Drache. Wir haben eine Göttin getroffen. Fehlt uns noch was? Echsen? Seeschlange hatten wir auch. Den Schnappzahn hatten wir auch. Invasion einer antiken Stadt. Was Untote. Hm?
Hatten wir den Schwarzmagier schon? Nee, den hatten wir auch noch nicht. Ah. Doch. Da, wo diese Algen waren. Ja, aber da habe ich nur die Riesenspinne nicht gezählt. Da habe ich nur die Riesenspinne nicht gezählt, nicht den Magier. Naja, einigen wir uns darauf, dass wir mittlerweile keinen Überblick mehr haben, ja? Mich würde nur interessieren, ob es noch irgendwas auf der Skala der großen Katastrophen der Menschheit fehlt, auf das wir uns einstellen sollten. Die Riesenspinne war doch ein Dämon. Egal, großen Katastrophen der Menschheit, auch mit drauf. Und du solltest jetzt schon mal anfangen, eine Liste zu machen, damit das in deinem Epos auch alles drinsteht. Wir hatten sogar Liebfelder. Die nächste Geißel der Menschheit. Nimm's mir nicht übel, aber die stehen auf der Skala echt ganz unten. Alan Fahner fehlen noch. Die stehen aber noch weiter unten. Weißt du warum? Liebfelder tragen Strumpfhosen. Aber Walfänger hatten wir noch nicht, oder? Richtig. Orks hatten wir noch nicht. Ja, die sind ja schon was langweilig im Vergleich. Im Vergleich zu einem Drachen schon, ja. Und ihr wart auf der giftigsten Insel, die es gibt. Philant, jetzt zieht so eine Augenbraue hoch. Giftigste Insel? Kommst doch von hier? Guck mal so Richtung Tirschiana, also quasi so ins Nichts. Ja und nö. Auf der Insel, wo ich herkomme, kann dich alles töten. Das ist die Schönheit der Welt. Die Todesinsel aus der Geschichte von Calvin. Das wäre interessant. Das ist ein interessanter Gedanke. So wird sie beschrieben. Könnte sein, dass einige Maraskal als Todesinsel bezeichnen würden, ja. 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 Vielleicht sehe ich eure Welt ja irgendwann einmal. Sicher genug, dass wir die Nacht hier ohne Wachen verbringen können? Ich glaube, wir könnten alle ein wenig Ruhe vertragen. Die Hippogreife sind ja da. Solange sie nicht da hinten zwischen die zwei Bäume laufen. Wir könnten ein Seil zwischen diesen Bäumen spannen, dass sie dort erst gar nicht hinlaufen können. Allerdings können sie fliegen, also... Ich glaube, wenn sie beschließen, wegzufliegen, sind wir eh nicht in der Lage, sie aufzuhalten. Ich möchte mich mit ihnen nicht anlegen. Einer der Tiere schnaubt ganz laut. Das war wohl Zustimmung. Kommt dann näher und isst Jalte was von seinem Essen weg. Toll. Gut, dass ich doch keinen Tuzaka Pfeffer dran gemacht habe. Meinst du so ein Speinefeuer oder was? Wer weiß. Aber vielleicht hinten raus. Das kann vielleicht nicht ganz unpraktisch sein, wenn wir nochmal. Scheiße, der Maraskana ist wieder eklig. Nein, wieso? Ich lerne von den Besten auf Torvalsch. Und Volker, mach doch mal nochmal eine Sagen- und Legendenprobe erschwert um 2.
Okay, das sollte ich ja gerade so hinbekommen mit meinem Wert auf Salamander Gen. Salamander Gen. Schwert um 2. 3 QS. Dann hast du irgendwelche, also du warst ja auch mal auf der Skaldenakademie irgendwo oder hast gelernt und hast auch ganz viele total abstruse Geschichten und Lieder gelesen irgendwann mal. Und als Philantia dir die Geschichte von Calvin erzählt, dann poppten so ein paar Fetzen aus deinem Gedächtnis heraus von wirklich ganz schlechten Liedern, die irgendwie keiner singen wollte, aber die halt, ja, die halt da waren. Und die aber auch so abstrus waren, dass man sie in keiner Taverne singen konnte. Und da gab es eine Geschichte, die damit zu tun hatte, dass irgendwann einmal der Kontinent, also Aventurien, verbunden war mit einer Landbrücke mit der Insel Maraskan, dass da Maraskan irgendwann mal keine Insel war. Und tatsächlich war es wohl so in dem Lied, dass irgendwann einmal diese Verbindung zwischen dem Festland und der Insel im Meer untergegangen ist. Und man erzählt sich in dieser Geschichte, dass es auf diesem versunkenen Stück Land noch einzigartige Schätze geben soll. Unter anderem einen prunkvollen Thron einer Gottheit, die längst vergessen ist. Hm. Mir ist da gerade was eingefallen. Damals, als ich auf der Skaldenakademie war, also weit weg. Da haben wir mal alte Legenden, alte Lieder gefunden, die aber so, naja, die hättest du nicht mal in einer volltrunkenen Taverne singen können. Aber die waren auch irgendwie über hier Maraskan und Aventurien und eine Brücke. Damals war das nämlich noch keine Insel, so überhaupt dieses Lied. Da war Land. Das ist irgendwie verschütt gegangen. Frag mich nicht wie. Im Wasser untergegangen. Ist halt versunken. Aber ja, da war auch irgendwas mit einem Thron. Irgendwas. Und Schätze. Irgendwas, ja, ist schon so lange her. Irgendwie, das ist versunken und man sagt, da sei ein Thron gewesen und irgendwelche Schätze und seitdem ist Maraskan eine Insel oder so. Und die heutigen Inseln. Das ist die ganze Zeit, nur das klang so abstrus damals. Angeblich sind auch nach dieser Geschichte sind die heutigen Inseln, die zwischen, also die im Golf von Perikum sind das die letzten Überreste von diesem versunkenen Land. Also quasi ist der Golf von Perikum, ist das dieses versunkene Land. Naja, das ist irgendwo beim Golf von Perikum rum und wir haben das damals nicht für voll genommen, weil ganz ehrlich, wir hätten damit gerechnet, dass sich das nicht einer in einem volltrunkenen Zustand ausgedacht hat, aber nach dem, was wir alles erlebt haben, wenn wir jetzt eine Riesin besuchen, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat der Typ doch die Wahrheit gesagt. Ich
Ich meine, irgendwann sind wir ja mal, also sind die Vorfahren ja auf die Insel gekommen. Vielleicht war das nicht mit Booten. Unsere Sprache hat viele Verwandte mit anderen Sprachen, vor allen Dingen alten Sprachen. Aber es wird zwar viel über die Ahnen gesagt und über Vorfahren und dergleichen, aber wenig. Es gibt wenig wirklich, sagen wir, frühgeschichtliches. Wenn Maraskan und dieses Festland irgendwann mal verbunden war, mein Philand hier, dann stimmen meine Geschichtsbekenntnisse nur zur Hälfte. Dann war es nicht eine Insel, dann war es ein Teil des Festlands. Und somit bestünde auch die Chance, dass mein Volk auch auf Maraskan gewesen ist. Vielleicht ist das die Verbindung, die du suchst zu deinem Mal. Ja, es gibt bis heute uralte Kultstätten der Echsen. Vielleicht solltest du die Riesin fragen, wenn wir sie finden. Nur was genau? Sie soll eine Seherin sein. Das gibt's doch bestimmt bei eurem Volk auch, oder nicht? Jemand, der dir sagen kann, ob du in deinem nächsten Leben die Fragen beantworten kannst oder nicht. Oder vielleicht dir Hinweise geben kann auf die Fragen oder so. Hinweise, ja. Aber die Maraskaner leben normalerweise in den Tag hinein und scheren sich nicht um die Zukunft. Nun, ja, jemand, der sehen kann, sucht sich das ja nicht aus. Also es soll durchaus Priester und Priesterin mit dem zweiten Gesicht gegeben haben. Meistens Berater von Königen, also den alten Königinnen. Aber vielleicht weiß sie. Wirklich, warum ich überhaupt nach Maraskan gekommen bin. Vielleicht. Die Frage ist nur, ob sie es dir verrät. Wenn, dann vermute ich in einer sehr kryptischen Antwort. Zumindest ist das die Verbindung, warum deine Insel irgendetwas zu tun hat mit unserem Auftrag, meint Phileason. Dann war das vielleicht wirklich alles kein Zufall, dass wir dich aufgegabelt haben. Ich glaube ohnehin nicht an Zufälle. Nicht mehr, meint Phileason, nicht mehr. Oben erinnere mich dran, wenn das alles vorbei ist, dass wir noch eine Fahrt in den Golf von Perikum machen und ihn nur ein bisschen freitauchen lassen. Wenn es da Schätze gibt. Es ist es geben.
Ich habe auch gehört, in Havena gibt es so einen Verrückten, der angeblich eine Glocke erfunden hat, mit der man unter Wasser reisen kann. Verrückt. Einige Magier aus Tuzak waren in der Lage, also ich habe es zumindest gesehen, unter Wasser zu atmen. Mein Volk auch, mein Philand hier. Ich gehöre nicht umsonst zum Blutrochen-Clan. So langsam wird das etwas unheimlich. Was genau, mein Philias? Alles? Wenn ihr euch auf das Lied einstimmt, dürfte es kein Problem sein. Man muss nur die richtigen Töne wissen. Aber vermutlich könnt ihr es nicht vernünftig singen, da ihr keine zweite Stimme besitzt. Mich möchte niemand singen hören, da bin ich sehr sicher. Schmunzelt so ein bisschen. Ein zweites Mal. Nasir schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Vielleicht ist das ähnlich wie dieser Hausbauer, den ich in der kleinen Stadt getroffen habe. Der völlig selbstverständlich dem Stein befohlen hat, wie er zu sein hat. Das ist schon faszinierend, wenn das auch mit Wasser oder mit dem eigenen Körper geht. Gruselige Vorstellung. Na, wir haben das doch gesehen bei Varion. Im Hafen sprung und nicht mal getaucht. Dachten alle, der wäre tot. Ja, der konnte auch besonders gut tauchen, meint Phileas. Und das stimmt, deswegen haben wir ihn ja mitgenommen. Hm. Naja, lasst uns schlafen. Fühlt sich jemand berufen, eine Wache zu machen? Also ich könnte schon, ich bin, weiß nicht, irgendwie nicht so richtig müde. Irgendwas, weiß nicht. Ruht ihr euch mal aus. Nun gut. Dann legt ihr euch schlafen und schlaft alle wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und wer regenerieren muss, kann das gerne tun. Kriegt +2 auf seine Regeneration. Und Shaya ist in der Tat so wach, als hätte sie 24 Stunden durchgeschlafen. Allerdings immer noch ein bisschen high. Wahrscheinlich einfach immer wieder, also in Kreisen um das Lager quasi drumherum laufen, mal versuchen, die Hippogreife zu kraulen oder ihnen irgendwie Grasbüschel anzubieten oder... Mhm. Ja, die nehmen... Ich weiß nicht, schlafen die eigentlich auch irgendwann? Also ich meine, Pferde schlafen ja auch irgendwie im Stehen oder sind die ganze Zeit Die Frage ist, wie Shaya das unterscheidet. Also sie haben zwischendurch mal ihre Augen zu. Ich meine, Pferde haben ja eine bestimmte Körperhaltung, wenn die schlafen. Ja, aber es sind keine Pferde. Ja, nee, wenn sie die Augen zu haben, da würde ich davon ausgehen, dass die schlafen. Wenn halt prinzipiell immer wieder auch welche wach sind, dann ich würde die ein bisschen mit im Blick behalten. Wenn die jetzt irgendwas hören, was seltsam ist, dann reagieren die sicher entsprechend. Oder gucken dann gezielt in die Richtung, heben den Kopf oder irgendwie so. Also ich würde die quasi als Wachen mitbenutzen. Mhm. Ja. Es passiert aber sonst weiter nichts. Und als ihr morgens wieder erwacht, ist Shaya immer noch so
ausgeschlafen, als wäre, hätte sie auch super gut gepennt. Nicht mehr ganz so high wie am letzten Tag, aber immer noch so die letzten Ausläufer sind über Nacht nicht weggegangen. Diese Präsenz in dir drin fühlt sich unglaublich gut an, während du in den letzten paar Tagen und Wochen und Monaten, wer weiß, wie lange ihr schon hier seid, ja, diese Abwesenheit der Göttin gespürt war. Das ist jetzt völlig verschwunden. Resultiert wahrscheinlich darin, dass der Tee vielleicht auch ein bisschen gut gemeint zu stark geworden ist und das Frühstück vielleicht auch ein bisschen versalzen oder irgendwie sowas. Also so. Sie hat ein bisschen mit Überschwang alles gemacht. Genau, ein bisschen gönnerhaft. Es ist aufgeklärt, die Wolken sind verschwunden. Man kann sehr weit gucken von eurem Plateau. Könnt zurückschauen, irgendwie sieht in der Ferne sogar noch die gleißende Stadt. Und auf der anderen Seite, ja, relativ nah dran im Vergleich zu der Stadt, die Küste. Und eine große Bucht, die sich in die Landmasse hineingräbt. Wie immer gibt es dann die Morgenroutine bei Borealas. Jeder geht zu seiner Morgenroutine nach. Wie gesagt, das Frühstück ist gut gemeint. Für Jalte ganz schmerzhaft macht Borealas einen Spagat. Mir egal, ich fange dann einfach an, meine Axt zu schleifen. Starte ich dabei an. Währenddessen drückt Rom oben einmal den Rücken durch. Klack, 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 klack. Oh. Nun, wie kriegen wir die Tiere jetzt dazu, dass sie uns dahin bringen, da, ich denke, da unten müssen wir in die Bucht, nicht wahr, Philantier? Ja, ich denke auch. Also wir sollten keine Stöcker schmeißen. Beim letzten Mal mussten wir einfach nur auf den Rücken schlettern. Aber da hat Adana doch irgendwas an Befehlen gesungen. Ich probier's mal, sagt Nasir und versucht auf einen Rücken zu klettern von einem Hippogreifen, der allerdings immer mal wieder so einen Schritt zur Seite macht, als er versucht hoch zu klettern und dazu besorgt, dass Nasir ein und andere Mal mit der Nase im Dreck landet. Und ich dachte, man könnte fast glauben, dass das Tier irgendwie so ein leichtes Kichern von sich gibt. Und ich dachte immer, alle Tulaminen können von Natur aus reiten. Ich gucke den Elfen erwartungsvoll an. Wollt ihr Nasir einfach mal ein Machtwort sprechen mit ihm? Philantier zuckt mit den Schultern. Oder höflich bitten? Oder was leckeres? Muss man sich verbeugen. Probier's aus, mein Phileason. Naja, mal, ich mach mich nicht zum Affen. Mach mal langsam um. Ich glaube, auf ein paar Minuten kommt es sich an. Ich finde dieses Schauspiel gerade, ehrlich gesagt. Ganz interessant. Da landet Nasir zum vierten Mal im Dreck. Guck mich nicht an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder Ahnung von Pferden, noch von Vögeln, noch von Pferdvögeln. Also. Borealas geht mal auf einen Hippogreif zu. Also so von der Seite, also jetzt nicht frontal, sondern halt, wie man sich halt einem Pferd nähern würde. So ein bisschen. Direkt gerade eine seiner Schwingen so nach außen. Legt die dann aber wieder an, als du dich ihm näherst. Wartet einen Moment und verbeugt sich. Das Tier gibt so ein kleines Fiepen von sich. Vielen Dank, dass du uns getragen hast.
Würdest du uns noch einmal tragen? Wir müssen zur Insel der Riesen Kalven. Weißt du, wo das ist? Kannst du uns hinbringen? Wartet auf der Reaktion. Du beugst ein paar Mal den Kopf so nach unten, nach oben, nach unten, oben. Schüttelt sich dann so. Kräuselt so ein bisschen das Gefieder. Dreht sich zu den anderen um. Das könnte beides bedeuten, mein Phileas. Und ja und nein. Würde Borealis jetzt mal so streicheln und dann mal nochmal dann versuchen aufzusteigen? Ja. Mach mal eine Tierkunde pro. Oh Gott. Ich kann doch nur mit Spinnen. Die haben mehr Beine. Nur vier Beine hier. Ja. 3 QS. 1, 5, 6. Wahnsinn. Ja, während Nasir gerade das 6. Mal im Dreck landet, schafft es Borealis, sich auf den Rücken des Hippogreifen hinauf zu hieven. Reißet die Schönheit, das Bruder. Das Tier wächst jetzt wieder seine Schwingen so zur Seite weg und es ist nicht kein angenehmes Herumsitzen, aber es ist. Halt mich fest um, sonst werfe ich ein Stöckchen. Sonst werfe ich ein Stöckchen. Ich bin so. Danke. Streiche Shaya so beruhigend die Schulter. Verbeugen hilft und ihm sagen, was man möchte. Wir können dich auch ausnoggen, Shaya. Die Dinger fliegen ziemlich hoch. Nasir verbeugt sich jetzt auch mal vor dem einen der Tiere. Versucht dann wieder aufzusteigen, wird wieder abgeschmissen. Liegt also nicht an der Verbeugung. Oder das hier kann mich einfach nicht leiden. Ich versuche mal ein anderes. Du sollst dich nicht nur verbeugen, du sollst ihm auch sagen, was du möchtest und dich vielleicht auch nochmal für den ersten Transport bedanken. Das hat Borealis nicht versucht. Hat er doch. Ja, aber egal. Läuft zum nächsten Tier und versucht das genauso, wie Borealis das gemacht hat. Steigt dann auf. Wird nicht abgeschmissen. Wieder mal ein Beweis, die Maraskaner haben immer recht. Oder Elfen. Ja, schmeißt du jetzt bitte ein Stöckchen. Zumindest haben wir auch ein Tier zu wenig. Das wird recht spannend. Wer steigt mit irgendwem auf ein Tier. Borealis macht so eine rüde Geste Richtung Jalte. Naja, Shaya ist ja schon auf dem Hinweg mit Borealis auf einem Tier gewesen, weil ich denke mal, gewichtsmäßig ist das dem Hippogreif auch durchaus zuzumuten. Borealis wiegt auch nicht so viel, also im Verhältnis zu den Torwadern. Dann winkt Philantier Jalte zu sich. Der winkt auch nicht viel. Gewichtsverteilung. Den Elfen an, kannst du dich nicht irgendwie leichter machen? Können das Elfen nicht? Wir hatten eine, die ist über Treibsand gelaufen, als wäre das nichts. Soll das heißen, ich bin dick? Nein, aber ihr könnt doch irgendwie so singen und dann wiegt ihr nichts mehr. Nein. Also wenn man nichts mehr wiegt, dann kann man doch fliegen, oder? Ja. Also, weil Gewicht ist doch das, was mich am Boden hält. So genau habe ich da nie drüber nachgedacht. Ich habe immer nur gesehen, was passiert ist und meine Schlüsse geschlossen. Ich stecke auf jeden Fall auf den Hippogriff von dem Elfen, der weiß bestimmt, was er tut. Ja, der hat kurz vorher was gesungen und ist dann relativ einfach aufgestiegen.
Dann nehme ich den letzten und mache es genauso wie Borealas. Tierkunde. Habe ich, glaube ich, nicht. Warum soll ich Tierkunde haben? Wo steht das überhaupt? Bei Natur. Ich kann angeln. Zählt das? Kannst du mal versuchen, den Hippogreifen zu angeln. Ich versuche mal, den Hippogreifen zu angeln. Dann musst du mir aber auch beschreiben, wie du das machst. Nun ja, die Verführung eines Hippogreifen. Das ist eine althergebrachte Kunst. Oben macht den Paarungstanz der Hippogreifen. Ach nee, komm. Velante, bitte Jalte die Augen zu halten, der ist noch zu jung dafür. Dann hätte ich aber auch gerne eine Schauspielprobe von oben. Wow. Oder eine Tanzenprobe. Nein, ist mir gelungen. Wow. Ist mir gelungen. Sehr gut. Gerade so. Ich muss mir kein Hippogreifen angeln. Es kann auch nach hinten losgehen, wenn der Hippogreif dich auf einmal ganz toll findet. Ja, dann fehlt noch, Jalte fehlte noch, ne? Aber du hast auch schon was schon gewürfelt, ne? Wieso? Ich habe Mut gewürfelt, ob ich bei dem Elfen mit draufsteige. Ach so, ja, klar. Weil er gerade sehr, sehr unverhohlen gezaubert hat. Ah, deswegen. Ja, dann seit Phileason schafft es auch gerade so, sich irgendwie auf einem, er hängt da so halb an der Seite, krallt sich so an der Mähne fest, an dem Gefieder. Und dann seid ihr alle auf einem Rücken eines Tieres. Moment, Jalte ist bei dem Elfen und Shaya ist bei Borealas, ne? Dann passt es ja wieder. Ja, Philanthir beginnt dann irgendwie wieder einen kleinen Singsang. Und reitet vor. Raya vergräbt ihren Kopf irgendwo in den Klamotten von Borealas, dass sie ja nicht auf die dumme Idee kommt, nach unten zu gucken. Und sag mir, wenn wir gelandet sind, bitte. Natürlich, aber ich würde nichts von den Krübeln einatmen, die in der linken Tasche sind. Frag nicht. Besser nach. Und da will ich den Kopf so ein bisschen drehen, dass ich definitiv von der Tasche weg bin. Ja. Tatsächlich heben die Hypogreife irgendwann ab. Und fliegen mit euch durch den morgendlichen Himmel. Dauert auch gar nicht so lange, weil die sehr schnell fliegen. Bis ihr die Küste erreicht. Und sie dann etwas machen, was euch leicht so einen kleinen Angstschauer über den Rücken laufen lasst. Denn während ihr gerade noch fliegt und im Landeanflug euch befindet, machen so eine kleine Drehung, so ein Landeanflug und kreisen ein bisschen über der Bucht, da bemerkt ihr, dass die Körper der Hypogreifen leicht durchschimmern. Das wird immer stärker und immer stärker und immer stärker. Wie hoch sind wir noch genau? Ihr seid gerade so in einem Landeanflug, in so einem kreisenden. Jetzt noch so einige, vielleicht ein, zwei Dutzend Schritt noch über dem Boden. Also Boden, nicht Wasser. Ja, immer mal wieder, ne? Wasser, Boden. Wasser ist ja so eine Bucht irgendwie, das heißt, die kreisen ja. Vielleicht hier, pass mal auf, die lösen sich gleich auf. Ich glaube, wir sollten über dem Wasser abspringen. Das habe ich auch schon bemerkt, aber das ist eine gute Idee. Warten noch, bis sie ein bisschen tiefer gegangen sind und dann springen wir über dem Wasser ab. Ja, gut. Über dem Wasser abspringen, ruft er zu den anderen rum. Was? Nicht nach unten gucken, einfach runterspringen, wenn ich es sage. Aha. Selbstbeherrschungsprobe für Shaya. Hey, ernsthaft, wir brauchen die Frau noch. Das macht die nicht kaputt.
Da wird es aber auch Borealas gerade ein bisschen mulmig bei der Höhe noch. Da ist Wasser echt hart. Man weiß auch nicht, wie tief das Wasser hier ist. Ja, das auch. Yay! Schafft. So was. Keine Probleme. Shaya reißt sich zusammen. Vielleicht noch ein bisschen unterstützt durch das Hochgefühl. Eventuell hat Borealas vielleicht nachher auch ein paar blaue Flecke an den Stellen, wo sie ihre Finger gerade hat. Ja, die Tiere gehen noch ein Stückchen weiter, noch ein Stückchen weiter tiefer. Und als Felantir dann denkt, dass es eine relativ sichere Höhe ist, schwingt er sich irgendwie auf seine Füße und balanciert dann so im Flug so auf dem Rücken und springt dann irgendwann ab. Jetzt oder nie. Dann runter da! Ja, und noch während ihr in der Luft noch seid und noch kurz vor dem Eintauchen seid, lösen sich die Hypogreifen im Flug in nichts auf. Und es macht platsch, 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 platsch. Und ihr taucht in ein angenehm kühles Wasser ein. Klar, um euch herum. Fische. Kommt auch relativ unbehelligt wieder an die Wasseroberfläche, wenn euch eine Schwimmenprobe. Aber da ihr Torwaller seid, sollte das halt kein Problem. Okay, Boreal, das ist kein Torwaller. Shaya macht es gut vor mit den guten Schwimmzügen. Viel, viel besser als Jalte. Jalte ist irgendwo gegengeknallt unterwegs. Ey, der haut sich beim Kraulen mit seinem dicken Bizeps selber K.O. So halb. Ja, er muss auf sein Schild aufpassen, was er von den Elfen bekommen hat. Ah ja, Umfolger hatte auch schon 3. Sehr schön, ja gut. Habe ich jetzt noch drauf gewartet, aber das war ja schon längst gewürfelt. Ja, dann kommt ihr alle in der Wasseroberfläche an. Schaut euch um und seht einen merkwürdigen Anblick. In der Bucht liegt nämlich quer vor dem Strand ein großer Baum im Wasser. Also man sieht noch die Äste rausragen. Das ist wirklich ein mammutartiger Baum, riesig. Da kann man ein Langhaus reinbauen. Hm? Also, wenn man daraus einen Baum machen würde, würde meine ganze Sippe reinpassen. Vermutlich, ja. Ja. Nach dem ersten Nachdenken, es fehlt allerdings hier etwas, was ihr hier wahrscheinlich erwartet hättet, nämlich die Traubaldier, die hier eigentlich ankern sollte. Die kann man nirgendwo sehen. Dann ist Fiana auch weg. Und Inu und Raluf. Nicht irgendwie, dass wir gut auf das Boot aufpassen sollen? Und der Freund von Felantje. Eigentlich schon. Vielleicht sind sie ein Stückchen weggefahren, weil irgendwer gekommen ist.
Felantir fängt an, mit Kraulzügen relativ schnell auf den Baum zuzuschwimmen. Ja. Hinterher! Ja. Ohne Probleme erreicht ihr das, das Ding. Ihr habt zwischendurch das Gefühl, dass euch der Baum sogar entgegenkommt. Von daher geht es noch viel schneller, als ihr eigentlich gedacht hattet. Oder ihr seid einfach viel, viel schneller geschwommen. Kann natürlich auch sein. Aber hat der Typ nicht gesagt, dass sein Boot... Nee. Egal, einfach weiter schwimmen. Ja, Philantia erreicht das, den Baum als erstes. Und springt förmlich aus dem Wasser heraus oben auf die oben auf den Baum herauf. Winkt euch dann herüber. Allerdings ragt der Baum so weit aus dem Wasser, wie es halt so eine Schiffswand auch wäre. Und es gibt irgendwo eine Leiter oder sowas. Und ich bin ein Angeber, ha? So. Was man machen könnte, ist zum Baum grün quasi herüber zu schwimmen und dann quasi darüber hoch zu klettern. Also Borealis würde es mit seinen Kletterklauen versuchen. Mhm. Ja, mach mal eine Kletterprobe. Wegen den Klauen erleichtert um 1. Mhm. Ja, er ist ein Angeber. Ja. Okay. Block, 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 block. Als du die Klauen in das Holz hineinschlägst, meinst du, irgendwo eine Stimme herzuhören, die schmerzhaft aufstöhnt? Kommst dann aber relativ schnell oben an. Ich erinnere mich daran, dass der eine Elfentyp gesagt hat, dass sein Schiff irgendwie halb Baumgeist ist. Erinnert ihr euch daran? Entschuldigung, so nach unten, so halb im Reflex. Borea, das ist schon ein richtig guter Torwart. Au, Entschuldigung. Die anderen machen auch noch mal kurz eine Kletterprobe, wenn sie da durch das Geäst versuchen, hochzuklettern. Klettern. Einmal können wir hier nirgendwo runterfallen. Mal ins Wasser halt, ne? Ja, aber das bringt dich nicht um. Nicht so wie Klippen. Oder Mauern. Drei QS war easy für Umvolker. Und für die alte... Nur Shaya hat wie üblich Probleme beim Klettern. Kann mir mal jemand helfen? Du bist nicht die Einzige, die es nicht schafft. Philias, dann ist auch irgendwie immer schlecht im Klettern und rutscht auch zweimal ab. Ich glaube, Bialto und ich packen einfach jeweils links, jeweils rechts ein und dann werden die einfach nach oben gezogen. Ja. Ich muss das irgendwann mal lernen, meint Philias. Wo ist denn jetzt unser Schiff? Philanti läuft irgendwie euch entgegen. Kommt dann an Borealis vorbei. Das war ziemlich ruppig, deutet so auf deine Krallen. Gut, dass du dich entschuldigt hast. Man hört dich gar nicht. Versuche stets höflich zu sein. Komm mit. Wenn ich an der Wand entlang kraxeln könnte, wie der, würde ich das auch machen. So, so leise. Na, er ist ja quasi aus dem Wasser herausgesprungen. Ist halt ja, genau. Ja. Nein.
Ja, und während Om und Yalte, Shaya, Nasir und Phileason über dieses Geäst nach oben klettern, fällt euch auf, dass irgendwie eine Art gewachsene Hütte oder sowas sich in dem Geäst befindet. Also es sieht so aus, als hätte der Baum selbst so eine Art, ja, Behausung oder sowas ausgeformt. Mit Blättern zugedeckt oben als Dach, einige Fenster und eine Tür, die bedeckt ist mit so einer Art Vorhang aus, so einer moosigen Geflecht. Aber müssen wir wohin, ne? Jemand hier? Ein Flerser. Hallo? Dann tritt, also wird dieser moosige Vorhang beiseite gezogen und euch entgegentritt eine grünliche Gestalt, ungefähr so groß wie Shaya. Also nicht besonders groß. Anstatt von Haaren hat sie Farngeflecht. Völlig unbekleidet. Allerdings wachsen ja auf verschiedensten Stellen des Körpers Blätter und Moose. Und ansonsten sieht sie eigentlich aus wie eine Elfe. Außer, dass sie halt grün ist und überall halt irgendwelche Äste und Blätter aus ihr und Moose aus Farne aus ihr heraus wachsen. Schaut euch gütig an. Ja, Sanya Sala. Guten Tag. Sanya Sala Feyam. Du hast nicht zufällig ein Schiff hier gesehen, irgendwo in der Gegend? Schaut so nach unten. Ey, schon bearbeitet. Heißt Taubaldir. Schwan vorne drauf. Taubaldir? Ja. Komm mit. Spricht jetzt übrigens Gareti. Wenn auch mit einem sehr hohen Säuseln im Hintergrund, während sie spricht. Was so ein bisschen klingt, als würde Wind durch ein Blätterdach rauschen. Okay, dann komme ich mal mit. Betritt diese Behausung, die da irgendwie in den Baum hineingewachsen ist, und Om Volker tritt hinein und sieht halt einen relativ großen Raum. So groß hättest du den gar nicht von außen vermutet. Und der scheint also sich irgendwie in den Baum selbst irgendwie noch weiter fortzuführen. Da gibt es einige Nischen, die in die Wände gewachsen sind, wo so Farne und Moose drauf sind und wie auf einem Bett. Und da liegen Fianna, Inu, ein Elf, den ihr auch schon kennt, der Freund von Philantir und Raluf. Schlafen. Ich rüssel mal Raluf wach. Hey, Mann! Du bist gemutet. Schlägt ein Auge nach dem anderen auf und gibt so ein ganz tiefes, gurgelndes Seufzen von sich. Fängt dann an zu husten und spuckt dir dann so ein bisschen Blut irgendwie entgegen. Shaya! Kommt es panisch aus dem Baum? Was ist denn? Komm ich angerannt? Die liegen hier und die bluten
oder Spuckenblut. Ich habe da auch keine Ahnung, was passiert ist. Ich versuche rauszufinden, was mit denen los ist. Sieht man irgendwelche Verletzungen oder irgendwas? Oder? Wenn du ein bisschen untersuchst in den guten Raluf, wenn du die Kleidung ein bisschen beiseite schiebst, hat der sehr so lila, gelblich, blaue Flecken auf den ganzen Oberkörper verteilt. Was ist denn mit ihnen passiert? Wer hat sie denn so zugerichtet? Yveslani. Ich habe sie aus dem Wasser gefischt, eure drei Freunde. Sonst wären sie ertrunken. Alles klar, es wird Zeit, eine Stadt zu brandschatzen. Vielen Dank dir. Der Fey ist viel schwer verletzt. Du kannst heilen? Ich kann es versuchen. Siehst halt, wenn du ihn untersuchst, irgendwie eine große, sehr tiefgehende Schnittwunde quer über den Brustkorb. Sehr tief, fast bis auf den Knochen. Der muss auch unglaublich viel Blut verloren haben, weil er sehr, sehr blass ist. Was dieses Wesen wohl gemacht hat, ist, dass es irgendwie da scheinen in der Wunde kleine Pflanzen sich durch die Haut zu ziehen. Und so die Wunde sozusagen, also die beiden Hälften des Fleisches zusammenzuhalten. Aber das funktioniert halt nicht ganz wie Naht oder so. Ich glaube, wir sollten hier zusammenarbeiten, weil ich jetzt nicht... Ich kann versuchen, die Wunde zu nähen. Ich mag jetzt aber nicht... Ich schätze mal, die Pflanzen kommen von dir? Nicht sich gut auskennt mit Sumoran. Ja, wir können jetzt zusammenarbeiten, weil ich die Pflanzen nicht einfach so rausnehmen möchte, dass vielleicht du nimmst immer... Dass wir zusammenarbeiten. Du nimmst ein Stückchen weg und ich nähe dann. Sie hebt so eine ihrer Hände und siehst irgendwie, dass sie an den Fingerspitzen Gänseblümchen ausgebildet hat, anstatt Fingernägel. Macht dann so irgendwie so eine Bewegung und dann wachsen die Pflanzen, ziehen sich so zurück, werden so ganz klein. Ja, da würde ich parallel versuchen zu nähen. Hast du die Wunden mit irgendetwas gesäubert? Nicht, dass wir jetzt irgendwelchen Schmutz darin einschließen. Die Vislani nutzen Waffengift. Ich weiß nicht, ob sie das hier benutzt haben. Sag mir, ob ich irgendwie rausfinden kann, ob da Spuren von Gift sind. Oder ich ruf mal noch Borealas dazu. Ich weiß gar nicht, gab es Heilkunde-Gift noch? Ja, ja, gab es. Dann kannst du das mal würfeln, wenn du das... Ja, das habe ich. Ja, mit 3 QS. Easy. Ja, tatsächlich findest du Überreste irgendwie so einer merkwürdigen, teerartigen Substanz, die sich irgendwie unter die Haut geschoben hat und da für Entzündungen sorgt gerade. Borealas, ich brauche ein zweites Paar Hände. Oder ein drittes, um genauer zu sein. In dem Moment wachsen der weiblichen Baumgestalt ein paar weitere Hände. Kann helfen. Sehr gut. Borealas, Mund zu. Dann ja. Gift raus, Wunde vernähen. Heilkunde Wunden einmal? Ja, erschwert um 5, weil es schon so weit fortgeschritten ist. Mit 3 QS geschafft. Ja, naja.
Das können sie, die Shire. Ja, der stöhnt ein paar Mal auf und seufzt dann einmal ganz tief und dreht dann so den Kopf beiseite und entspannt sich dann mal sichtlich. Während der vorher in dem Körper immer so eine Anspannung hatte. Faszinierend. Wirklich weise Frau. Geschickt. Mutig. Wenn wir mit dem fertig sind, schauen wir nach den anderen. Ja, die anderen haben keine Schnittwunden, sondern, ja, also Raluf hat es am schwersten erwischt. Er hat überall diese Hämatome. Bei Fianna kannst du kaum was erkennen. Die ist einfach nur so bewusstlos. Und Inu hat auch mehrere so Quetschungen und vor allen Dingen irgendwie die Schulter sieht ein bisschen ausgerenkt aus, die linke. Inu kann vielleicht Yalte helfen, zusammen mit Ohm. Inu ist auch noch bewusstlos. Also, wie macht man das? Einmal rucken, ja, und dann geht er von alleine? Anwinkeln oder? Und dann einmal rucken, genau. Kann alles sein, klar. Nachdem das schon eine Weile her ist. Ich würde mal drüber fahren. Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Kraft. Da ist schon eine Schwellung da. Bisschen mehr Kraft kann ich. Ja. Nochmal Kraftaktprobe. Oh yeah. Du reißt ihm den Arm gleich auf, dass du nicht zu viele QS hast. So wie den Arm. Ich kann eine Heilkunde-Wundeprobe anbieten, um. Ja, mach mal. Um die alte Anweisungen zu geben, ja. Ja, also es sind 5. 5 QS. Ich kriege immer noch eine QS drauf, weil es eine Ziehenaufgabe ist. Sollst du ihm nicht den Arm ausreißen? Ja, also das fast hätte der Yalte das wirklich gemacht, irgendwie, dann wirklich den Arm wirklich ausgerissen. So stark daran zieht, aber Ohm Volker kann gerade noch so Stopp und Halt sagen, bevor was Schlimmeres passiert. Na gut. Oh, Weicheier hier. Reißen beim kleinsten Rucken hier auseinander. Ja, die Gestalt. Das ist kein Torwaller, vergiss das nicht. Na gut. Die grünliche Gestalt schaut sich das alles sehr genau an und scheint ein bisschen sicher zu gehen, dass es den Vieren ganz gut geht. Und dreht sich erst dann zu Felantia um und schaut den so ganz mit einem ganz verträumten Blick an. Und dann scheint sie wie auf einem, also die geht auch nicht wirklich irgendwie. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Gehen und Schweben. Schwebt so zu ihm herüber und schließt ihn dann in ihre momentan 4 Arme. Sie wollten dich töten. Nein, das haben sie dir nur erzählt. Die hätten mir nie was getan, weil in dem Moment, in dem ich gestorben wäre, wärst du frei gewesen. Ich habe gespürt, dass du nicht mehr in ihrer Gefangenschaft bist und bin geflohen. Leider habe ich sie vermutlich hierher geführt und dort hat die Taubaldier gestanden mit diesen netten Menschen hier. Danach war ich für sie nicht mehr interessant und sie haben sich über das Schiff hergemacht. Sie waren zu viele für die 4. Sie hatten keine Chance. Es tut mir leid. Ich
bin für ihr Leid verantwortlich. Aber hier ist unser Treffpunkt. Ich dachte, hier findest du mich am ehesten. Ich wusste nicht, dass sie mich verfolgen. Und ich wusste auch nicht, dass die Sumora hier sind mit dem Zauberschiff. Du kannst nichts dafür, mein Philantje. Dann dreht sie so den Kopf zu euch hierüber und löst dann langsam die Umarmung. Es tut mir aufrichtig leid. Ja, dann ist eine Aufgabe zusätzlich auf unsere Liste erschienen, ne? Achtet gut auf das verzauberte Holz. Wir müssen wahrscheinlich eine Stadt anzünden, wenn du mich fragst. Die haben es nicht besser verdient im Moment. Die Vislani sind in einem Krieg. Sie brauchen jedes Schiff, was sie kriegen können. Ich denke... Die haben unsere Männer angegriffen. Und unsere Frauen. Die haben unser Schiff geklaut. Das ist keine Entschuldigung. Es gibt wenig Schlimmeres, was man einer Otayasko antun kann als das. Ja, aber Leute, wollt ihr jetzt echt in den Krieg ziehen? Also sind wir dafür nicht ein paar wenige? Außerdem haben wir Verletzte. Wollen wir nicht einfach das Schiff zurückklauen und weitermachen? Wir können ja, wenn wir unser Schiff zurückklauen, gucken, ob wir noch ein bisschen für Ärger sorgen können. Vielleicht klauen wir mehr als ein Schiff? Dann haben wir eins in Reserve. Ich kann euch wenn wir in den Hafen kommen, wir machen die Schiffe einfach los und gucken, wo die Strömung sie hintreibt. Ich kann euch zu euresgleichen bringen. Was soll das denn bringen? Ihr meintet, ihr wäret zu wenige. Du meinst den Einäugigen? Ja, da gibt's einen Einäugigen. Ja, verstehst du, wir sind nicht so ganz Freunde. Wir befinden uns in einem Wettstreit. Der Einäugige macht den Vislani ziemlich zu schaffen. Ja, das mag schon sein. Wie berechtigt es von ihm war, sich in diesen ganzen Konflikt hier einzumischen. Aber wir... Er hat Erfahrung darin, Schiffe zu stehlen. Ach, nicht nur er, glaub's mir. Er denkt zwar, er wäre der Größte, aber wir wissen es eigentlich anders. Ich schweife ab. Nein. Er wird uns nicht helfen, Punkt. Bringt nichts. Nun, das müsst ihr wissen. Naja, wahrscheinlich würde er uns schon helfen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir ihm vertrauen können, weil wenn wir ihm sagen, ey, Björn, wir brauchen unser Zauberschiff zurück, weil wir nur damit hier verschwinden können, dann wird sich Björn denken, oh toll, jetzt weiß ich, dass es ein Zauberschiff gibt, mit dem ich hier verschwinden kann. Nach der Sache in Tishiana. Oder der in der Wolfshöhle. Oder der in der Wolfshöhle. Björn ist kein Mann, auf dessen Wort man noch was geben kann. Aber wenn er noch immer König der Meere werden will, ist er doch an die Regeln gebunden. Er hat keine Schiedsrichterin mehr. Das ändert ja nichts am Bestreben eines Mannes. Oder am Ehrgeiz. Das ist das Problem. Weißt du, geht er das Risiko ein? Doch noch letzten Endes in unserer Welt den Titel an den Hetman zu verlieren? Oder möchte er vielleicht hier bleiben, weil er hier als Befreier und Kämpfer gegen die Vislani sich einen viel größeren Ruhm erbauen kann? Oder bricht er einfach jedwede Regel und klopft uns einfach tot, wenn wir bei ihm anklopfen? Nasir schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Ich glaube, wenn er uns tot sehen wollen würde, dann hätte er da schon längst andere Möglichkeiten gehabt. Der rechnet doch gar nicht damit, dass wir hier auftauchen. Vielleicht könnte man in dem Sinne auf Nummer sicher gehen,
dass man ihn einen Eid auf Travia schwören lässt. Nein, dem Mann traue ich nicht mehr. Wir haben damals in Tirschiana gemeinsame Sache mit ihm gemacht. Womit hat das uns vergolten? Er hat sich einen Vorteil verschafft. Ja. Richtig? Hat er damit die Regeln direkt gebrochen? Nein, aber warum sollten wir ihm die Möglichkeit geben, sich erneut einen Vorteil zu schaffen? Wir haben das Schiff, um hier rauszukommen. Wenn er hier drin versauert, dann schaden wir ihm nicht. Es ist sein eigenes Vergehen. Warum zur Hölle sollten wir ihm diese Möglichkeit geben? Weil er ein Torvaler ist? Und weil er etwas hat, was wir brauchen? Das da wäre? Männer? Ein Schiff klauen können wir auch so. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Irgendein Schiff sicher, aber ein Zauberschiff, wenn sie merken, wie besonders das Schiff ist, werden sie es bestimmt sicher. Außerdem, wenn wir anfangen, sagen wir mal, mit den Vislani selber so ein kleines Scharmützel zu beginnen, wie lange wird es wohl dauern, bis Beorn das herausfindet? Philantir dreht sich so zu Borealas um und vor allen Dingen, wie lange wird es dauern, bis ihr die gesamten Vislani gegen euch habt? Und ohne Unterstützung seid ihr freiwillig. Ich weiß nicht, ob die Vislani überhaupt imstande sind, uns von den Leuten von Beorn zu unterscheiden. Also dieser Punkt, dass wir die Vislani gegen uns haben, ich glaube, den können wir einfach schon mal vorläufig abhaken. Weil ja, ganz ehrlich, also... Nein, ich glaube nicht, dass sie uns eine Chance geben werden, ihnen zu erklären, dass wir mit ihnen nicht in einem Krieg liegen und nichts mit Beorn zu tun haben. Nein. Das macht die Sache nicht besser. Deshalb leise und schnell rein, die Taubalier vielleicht noch ein bisschen für Unruhe sorgen und einfach wieder weg. Ich sehe das genau wie Shire. Wir haben Beorn zwei Chancen gegeben. Er hat sie beide vergeigt. Das war's. Der Mann mag vielleicht Torvaler vom Namen her sein, aber er ist bisher auch überall rausgekommen. Soll er gucken, wo er bleibt. Wir können es ja versuchen, das Schiff zu holen. Dann lassen wir uns vielleicht diese Möglichkeit einfach offen, falls es schief geht. Wenn Sie es in den Hafen gezogen haben, wo ich festgehalten wurde, wird es schwer, daraus wegzufahren, ohne... Naja. Ich konnte entkommen, weil ich der Sperre befehlen konnte, zu weichen. Aber das hat mich viel Kraft gekostet. Und mein Gefallen, den ich bei ihr offen hatte, habe ich damit auch verwirkt. Um mich zu retten. Sie schützen ihre Häfen ziemlich gut. Das tut ja eigentlich jeder. Schiffe sind auch etwas Wertvolles hier, zumal es ein Zauberschiff ist. Mich haben sie festgehalten und Philantir gekidnappt und in Ketten gelegt, nur weil ich Fähigkeiten habe, über das Wasser hier zu reisen, das andere Schiffe nicht haben. Die Taubaldir kann noch viel mehr als ich. Was kann die denn noch so?
Sie kann durch die Realitäten wandern und ist schneller als jedes andere Schiff hier. Wendiger. Ernährt die Mannschaft von sich aus. Kann viel tragen. Viele Waffen, wenn es sein muss. Viele Armeen. Es ist der fehlende Punkt in ihrem Kriegsplan gegen die Wilden. Sie haben schon andere Zauberschiffe gehabt, aber sie wissen nicht mehr, wie man sie neu herstellt. Und Beorn hat einige zerstört. Falls sie mit der Taubaldier in den Krieg ziehen und Beorn auch euer Schiff zerstört, dann war es das. Also müsstet ihr schnell handeln. Und für schnelles Handeln, denke ich, sind die Voraussetzungen viel zu schlecht. Man braucht einen guten Plan, um ein solches wertvolles Schiff aus einem Hafen zu stehlen. Einen sehr, sehr, sehr guten Plan. Ich kann euch hinbringen zur Stadt. Damit setze ich auch mich selbst wieder in Gefahr. Aber ich kann euch nicht durch die Barrieren bringen. Also brauchen wir Beorn. Als Ablenkung. Oder als Rambock. Wie willst du ihn für das Unternehmen gewinnen? Wie stellst du das vor? Wenn du einen Plan hast, finde ich das super. Wenn Beorn hier bleiben will, weil er hier berühmt ist, wenn er hier vielleicht alles hat, was er sich erträumt hat, dann wird es schwierig. Will er aber eigentlich insgeheim nach Hause? Dann können wir ihm das anbieten. Und wir lassen ihn bei Travia schwören und Shaya als Schiedsrichterin wird es besiegeln, dass er uns nicht wieder reinlegt. Ansonsten ist der, wie nennt ihr das, friedlos? Philantir schaut so zu Borealas. Bruderlos vielleicht? Das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Phileasson reibt sich so den Bart. Ich weiß, dass er uns schon ein oder andere Mal ziemlich gelingt hat, der alte Seebär. Aber ich glaube, Shaya, mit dir hat er ja gesprochen in der Wüste. Ich hatte den Eindruck, dass, naja, dass er nicht total ehrenlos ist. Schwierig zu sagen. Ich hatte kurz das Gefühl, dass da noch mehr ist, aber dann hat er mich wieder brüsk abgewiesen und war wieder voller Härte und Kälte. Also, wir reden mit ihm und finden es durch ein Gespräch heraus, was er will. Und entscheiden dann, was wir ihm anbieten. Noch haben wir das Schiff sowieso nicht, also kann er uns auch kein Schnippchen schlagen. Wir müssen von dem Schiff nicht mal was erzählen, wenn wir ihm zum ersten Mal gegenübertreten. Du bist der Hetman. Und du bist die Schiedsrichterin und entscheidest, was ein Vergehen ist und was nicht. Mit ihm zu sprechen steht auf keinen Fall ein Vergehen da. Das weißt du aber auch selber. Und wenn du zusiehst, muss er sich sowieso benehmen. Sollte er, ja. Ich kann ihn nicht einschätzen. Wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr der Beorn, der er war, als wir aus Torwald gegangen sind. Das habe ich auch. Aber sieht es mal so. Er hat sich hier auf die Seite der Schwachen geschlagen.
Das ist die Art von Ehre, die ich einem Torvaler zugestehe. Ich weiß nur nicht, ob seine Motive dafür so edel sind. Das gilt es herauszufinden. Nicht jede Schlacht kann man mit dem Skryer schlagen. Also müssen wir uns mit Beorn treffen. Großer Zucker. Vielleicht. Wir müssen es ja auch nicht sofort machen. Ich meine, wir haben hier ein Schiff. Wir können erstmal alles andere erledigen und dann mit Beorn. Dann haben wir vielleicht sogar noch stärkere Argumente. Wenn wir alles schon zusammen haben, alles hergerichtet ist und wir nur noch das Schiff brauchen, um zurückzureisen. Wenn sie vorher in den Krieg ziehen und er das Schiff versenkt, du hast den Baum doch gehört. Das stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Mir gefällt das nicht. Ich würde mich lieber mit allen Elfen und Fischern verbinden. Philantia meint, mein Volk wird sich nicht in den Konflikt einmischen. Die Wilden sind auf der Seite von Beorn und die Vislani sind gegen uns. Mit wem willst du dich verbünden? Mit der Riesin. Wir beschützen ihren Kessel. Sie holt unser Schiff. Oder sie gibt uns einen Zauber, damit wir es wieder in eine Flasche stopfen können. Wir haben es schon mal aus einer Flasche bekommen. Wir können es da wieder reinholen und danach wieder raus. Und in die Stadt rein sind wir auch schon gekommen. Wir sind mit einem Elfen wieder rausgekommen. Da werden wir das nochmal mit einer Flasche schaffen. Das wäre vielleicht sogar wirklich eine Möglichkeit. Und sie ist mächtig. Ja. Wir brauchen Beorn nicht. Wir sind nicht abhängig von einem Verräter und einem rückgratlosen Torwaller. Hey, ganz rückgratlos ist er nicht. Und wenn man ehrlich ist... Er kann nicht verhindern, dass ich ihn so darstelle. Das ist richtig. Aber verraten? Nun ja, er hat uns reingelegt. Aber wie Shaya eben auch schon hier Nicken zugegeben hat, das war nicht außerhalb der Regel. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, Hetman. Wir sind zweimal auf ihn reingefallen. Das erste Mal seine Schuld, zweite Mal unsere Schuld, ein drittes Mal sollten wir es nicht zulassen. Da. Und wenn der... Und die Chance besteht in meinen Augen, und sie ist sehr groß, mitbekommt, dass wir ein Boot haben und er wirklich hier raus will, der lässt uns hier drin sitzen und versauern. Dann kann er behaupten, Philerson hat gekniffen, der sitzt jetzt irgendwo in einem Dschungel. Er braucht Shaya, die das bezeugt, weil er hat keine Schiedsrichterin mehr. Lenya ist nicht mehr da. Dann wird er Shaya wahrscheinlich entführen, was weiß ich. Das werden wir verhindern. Und ich glaube auch nicht, dass Shaya vor der Hetfrau aussagt zu seinen Gunsten, wenn sie entführt wird. Oder? Nicht freiwillig. Aber er hat diese Velaska in seinen Diensten. Wer weiß, was sie alles kann. Ja. Ich denke, letztendlich kommt es dann auf die Frage hinaus, wie viel Torvaler ist Beorn tatsächlich noch? Die Wilden sehen ihn als einen Helden an. Die Wilden wissen nicht, dass... Ach, egal. Philerson räuspert sich. Teile unseres Volkes sehen ihn auch als einen Helden an, schaut sie zu Jalte rüber. Auch Helden können fallen.
Und was für den einen der Held ist, ist für den anderen der Tyrann. Aber wenn die Veslani fragen würde, wäre er ein Tyrann. Oh, aber Volker hat gerade eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Wir fragen jetzt erstmal bei der Riesin nach. Und wenn die uns helfen kann, ist alles in Butter. Ihr wollt zu der Insel der Kalve. Genau. Gut, das kann ich für euch machen. Ich schulde euch viel, weil ich in eurer Schuld stehe. Ihr habt mir meinen Philant hier wiedergebracht. Und ich bin schuld, dass euer Schiff verloren ging. Ich werde euch helfen. Daran bist du nicht wirklich schuld. Bitte, sag das nicht. Aber es ist doch so. Nein. Ich war unvorsichtig. Zweimal. Einmal, als sie Philant hier gefangen hielten und dann, als ich floh. Niemand ist unfehlbar. Ich denke, wenn das alles hier vorbei ist, werde ich mit Philant hier die Inseln im Nebel verlassen. Wo wollten wir hin? Irgendwohin, wo es keinen Krieg gibt. Also, du willst weg von den Inseln? Du kannst das? Ich weiß nicht, ich werde einen Weg finden. Hm. Niemand ist so weit nach außen gefahren bisher. Und zurückgekehrt. Vielleicht hat das ja einen Sinn. Wir kommen ja von außen, ne? So, aber jetzt erstmal kurz. Philant hier streicht ihr so ein bisschen so über die Schulter und meint dann, wenn das alles vorbei ist, diese Leute hier suchen Fenvarien. Wenn sie mit ihrer Mission erfolgreich sind, dann wird der Krieg aufhören. Dann können wir hier bleiben und ein gutes Leben führen. Also ist es noch ein dritter Grund, dass du ihnen helfen solltest. Mich musst du nicht mehr überzeugen, Liebster. Ich werde ihnen helfen. Glänzende Voraussetzung. Also Kurs nach Misi, Kalven. Kalven. Ja, genau. Nach deren Insel. Kurs. Du solltest ihren Namen lernen. Sie mag es nicht, wenn man ihren Namen falsch ausspricht. Also, Kalven. Krieg hin. Und sie ist manchmal nicht sonderlich gut auf Männer zu sprechen. Scheier aber angucken. Das wird ein anderes Problem. Haltet euch fest. Oder ich lasse euch ein paar Schlingen hier. Macht wieder so und es wachsen aus der Wand so ein paar Schlingen. Und dann verschwindet sie, indem sie einfach so mit der Wand verschmilzt. Und dann merkt ihr, dass sich der Baum in Bewegung setzt. Und für heute war's das mit den Inseln im Nebel. Vielen Dank fürs Mitspielen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr einiges durchlebt heute. Und aus Shire wird irgendwann noch eine Turmspringerin. Ich sehe das. Schon aus großer Höhe von einem Hippogreif abspringt. Das braucht auf jeden Fall eine Strophe in O Volkers Lied. Der Walküre gleich. Ja. Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch und euch, die ihr mitgespielt habt, auch.
Danke für den schönen Abend, sagt Hypatia schon. Siehste, ja. Hypatia hat auch, ne, warst du das, die eben erst entdeckt hat, dass wir DSA 5 spielen? Ja. Genau. Jetzt weißt es. Aber es ist DSA 5 nach ganz grob nur. Ja. Falls du DSA 4 irgendwo gucken willst, das ein bisschen was mit Phileas dann zu tun hat, dann musst du beim Rerion Simyala-Kampagne gucken, falls du das noch nicht kennst. Ja, genau. Da geht's quasi, ich glaube, das spielt ungefähr 15 Jahre später. Ob Beorn überlebt hat. Und da sind wir so langsam jetzt im absoluten Finale. Aber nächsten Monat wird es leider komplett ausfallen wegen dober Schichten bei mir. Ja, Schichtbetrieb ist manchmal schlecht fürs regelmäßig Streamen, ja. Ja, Downer schreibt auch SL loben, das ist mir, glaube ich, aber er schreibt, oder sie schreibt auch Spieler loben. Ganz wichtig. Ja. Simyala will ich noch spielen, sagt Hypatia, das schaue ich nicht, ja? Das ist ein guter Grund. Obwohl der Rerion das schon sehr eine Eigenart, eine eigene Form macht. Eigentlich ist jede Runde ja sowieso anders. Aber du würdest dich natürlich wirklich auch den groben Plot würdest du dir auf jeden Fall spoilern, wenn du bei ihm guckst. Aber vielleicht guckst du dann beim Rerion ja nach. Das ist ja alles, das verkommt ja nicht. Ne? Wenn du das dann selber gespielt hast, dann holst du es nach. Ist auf jeden Fall eine schöne Runde. Spielen Feder und Feramin auch mit. Der Rerion hat nämlich, ist der Hahn im Korb und hat nur Mädels, die mit dem spielen. Ja. Oder wenn ihr wissen wollt, was noch nach der Simyala-Kampagne passiert und wo irgendwann Phileasson auch war, ich glaube, der taucht auf jeden Fall wieder auf, auch in dieser Kampagne, dann könntet ihr beim Pölle gucken. Genau, also er ist auf jeden Fall Zeitgenosse und da das eine sehr aventurienumspannende, epische Kampagne ist, die Bobberath-Kampagne, ist es möglich, dass er an der einen oder anderen Stelle auch auftaucht. Vielleicht auch ein Gjalte Kolbeinsson, mal schauen. alles ist möglich. Wir spielen in 2 Wochen erst weiter, immer am 2. und am 4. Mittwoch im Monat. Und wir befinden uns gerade an der Schwelle zwischen 2 Abenteuern, nämlich zwischen dem ersten Abenteuer der Kampagne, obwohl wir ja schon Jahre spielen und Vorabenteuer gespielt haben und so, und dem zweiten Abenteuer, Unsterbliche Gier. Damit werden wir dann beginnen, wenn wir, ich glaube, eine Session dazwischen geschoben haben. Und in dieser Zeit werden auch noch ein paar Videos erscheinen über den Hintergrund zwischen den Abenteuern. Wir sind da gerade eifrig am Planen und am Schreiben. Genau, also da kommt jetzt in den nächsten 3 Wochen, hoffe ich, so ein bisschen was zusammen, in den nächsten 4 Wochen. Ja. Am besten auf den Abo-Button klicken beim Pölle, dann verpasst ihr das auch nicht, wenn da was kommt. Zum Beispiel gibt es ja immer wieder auch Kurzgeschichten zu der G7-Kampagne beim Pölle, die findet ihr allerdings dann manchmal auch bei Feder auf ihrem Kanal. Aber ich verlinke dir meine Playlists. Also ja, genau. Die Playlists sind schön sortiert, versprochen. Ja. Und da könnt ihr dann aber auch bei Feder könnt ihr dann auch nicht DSA-Regis schauen, nämlich Wechselbalg der Traum. Ja, DSA gibt es bei mir tatsächlich nur in Form von Kurzgeschichten zu diversen Charakteren aus diversen Runden. Genau, bei mir gibt es ansonsten Wechselbalg, ist ein BOD-System und im Moment habe ich einen ganz tollen Gastspieler da. Und wir hatten letztens in der letzten Folge hatten wir einen Werwolf-Trollkampf. Es war episch. Wer ist denn der Gastspieler? Das ist Hotney vom Katze und Wolf-Kanal. Ich habe mir den gekauft. Wer der Wolf war. Oh Wunder! Oder wer der Troll war. Ja, genau. Und da geht es weiter am 7. April. Ja. Der hat einen ganz, ganz fiesen Cliffhanger hängen gelassen, nämlich wollte er gerade eine Legende erzählen und dann hat es aufgehört. Also wir sind jetzt in dem zweiten, also quasi dem Hauptabenteuer der Kampagne, die ich selber schreibe. Also wenn ihr einsteigen wollt, es gab jetzt
bis jetzt keinen besseren Zeitpunkt. Man kann natürlich auch von vorne anfangen, aber jetzt geht's so richtig los. Ja, man sollte irgendwie die ganzen Sachen alle durchsuchen, oder nicht? Ja, für den Kontext ist es ganz gut, aber man kann jetzt tatsächlich auch gut einsteigen. Ja, Downey schreibt auch noch irgendwie zu Pölle nochmal, dass die G7 beim Pölle auf der To-Do-Liste steht. Das ist schon mal sehr gut, dass sie da schon mal draufsteht. Und dann schreibt Downey auch noch, dass er deswegen Splitterdämmerung gerade auch nicht gucken kann, weil das sein nächstes Abenteuer ist. Bei ihr? Bist du? Ja, egal. Die Anrede ist mir nicht ganz klar. Aufgrund der Endung würde ich sagen, sie. Aber kann auch elfisch sein, ich weiß es nicht. ja. Genau, der Gesang war prima. Vom G7 Skalden. Ja. Feder muss hier auch noch ein bisschen singen üben hier. Als Skalde. Oder Pölle, genau. Pölle singt auch immer. Ja. Manchmal, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, was die Splitterdämmerung angeht, das habe ich schon arg geändert bei mir. Also klar, den groben Plot wirst du gespoilert auch da. Aber das wird nicht viel mit eurer Runde zu tun haben, was wir da spielen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Allein deswegen, dass wir in der Ostrabenmark begonnen haben und nicht in der Westrabenmark. Das ändert schon vieles. Ja, gut, aber hier mit Phileason geht es dann hoffentlich, wir lassen uns jetzt hoffentlich nicht mehr immer einen Monat Abstand zwischen den Sessions. Aber ein bisschen verflucht war diese Runde in der letzten Zeit. Wenn alles klappt, dann spielen wir in 2 Wochen weiter. Und bis dahin passt ihr da drauf und hoffentlich auf euch auf. Wir machen das auch und versuchen gesund zu bleiben oder zu werden. Vielleicht kriegen wir es irgendwann auch mal hin, dass die Leopardin 202 wiederkommt. Die sollte eigentlich heute in der Session schon wieder einsteigen. Aber ja, der Baby-Koala macht nicht mit. Der sagt, ich möchte die Mama irgendwie doch noch mehr in Anspruch nehmen, als die sollen nicht Rollenspiel spielen mit den anderen. Die sollen mit mir spielen. Mal gucken, wenn wir das hinkriegen, dass Baby-Koala vernünftig einschläft abends, dann kommt sie wieder. Ansonsten müsst ihr mit den anderen, die ja auch ganz, ganz toll sind, auskommen. Genau. Wird auch schon vermisst. Das werde ich ja ausrichten, Daune. Das wird sie garantiert ganz doll freuen. Die hat nämlich auch ultra Bock und hat sich extra die ganzen letzten Folgen versucht, alle anzugucken. Aber das sind halt ultra viele, weil wir haben jetzt irgendwie fast 2 Jahre ja ohne sie gespielt. Aber es gibt ja einen guten Tipp auch für euch, wenn ihr irgendwie ein paar Folgen verpasst und denkt, ich habe aber keine Zeit zum Nachschauen, würde aber ganz gerne wieder einsteigen. Ihr müsst die Kommentare von Dollard Power unter den Videos lesen. Das ist nämlich immer eine super Zusammenfassung. Ja, okay. Grüße gehen raus an den Dollard Power. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal für den aktiven Chat und für euch, dass ihr da mitgespielt habt. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bleibt gesund und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet und vor allen Dingen, wie ihr den neuen Disclaimer findet. Und das würde mich ganz interessieren. Grüße nochmal an Sierra für das Einsprechen. Jo, gute Nacht, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Mach das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.